für dich einen ILS-Approach vorführen. Kann ich sehr gerne machen. Wir können es zumindest probieren, wenn es da 320 zulässt. Wir machen mal Berlin. Oder machen wir Düsseldorf? Warte mal. Berlin oder... Machen wir Düsseldorf. Nach Berlin. EDDT. Machen wir es doch einfacher. 2-3 left und 2-6 right passt. Wie schaut es mit dem Wind aus? Das passt gut und das passt ganz hervorragend. Wir nehmen den Wind, wir nehmen Live-Wetter. Ach, das ist gar nicht live. Doch, ist Live-Wetter. Aber die Uhrzeit hätte ich gerne eine andere. Standard-Live-Wetter. Wir wollen es ja nicht nachts machen. Das macht ja so zum Zeigen, ist es tagsüber, glaube ich, cooler, weil dann kann man Höhe und so weiter besser einsehen. Wir machen, das ist ja nur ein kurzer Sprung. Wir gehen hier aber kurz in den oberen Luftraum. Und dann gehen wir auf, was ist denn da für ein Approach drinnen? Noch gar keiner. Warte mal. Die Nucra Tri Alpha. Haben wir eigentlich Nucra Tri Alpha? Nucra Tri Victor. Nein, Nucra Tri Victor auf die 26 Ride. Machen wir so. ILS auf 2. Warum ist da jetzt nur. Hä? Warum ist da nur ein ILS für 26 Left drinnen? Das macht keinen Sinn, aber dann nehmen wir jetzt die 26 Left. Normalerweise landen wir auf der rechten. Warte mal, in Berlin? Doch, auf der rechten bin ich gelandet. Bin ich erst vor kurzem gelandet. Von daher weiß ich das ganz gut. Aber dann nehmen wir halt die 26 Left. Nucra Tri Victor, 26 Left, passt. Tegel? Ja, dann machen wir halt die Biege. Die kenne ich wenigstens. Das passt eh eigentlich. Das passt eigentlich ziemlich gut. Und Abflug in Düsseldorf kann ich eigentlich so gar nicht sagen, weil wir immer in den Süden dann wieder weitergehen. Die Doden Niner Tango nehmen wir auf die 2-3 Left. Passt die? Passt halt. Obwohl. Nee, das ist viel zu weit so. Wir machen das ein bisschen untypisch. Wir nehmen hier den Direct. Wobei, das sind. Wir nehmen den schönen. Fliegen wir 50 Meilen mehr. Das sind halt 400. Das ist halt doch eigentlich eine ganz schön weite Strecke, jetzt wo ich gar nicht so weit fliegen wollte. Naja, aber können wir gerne machen. Warte mal. So. Jetzt schauen wir mal. Das können wir auch machen. Wir können auch Wien München machen. Danke dir. Teilweise du gehst ins Bett. Achso, für eine Stunde weg sein. Oh je, wieso das denn? Zwangstrennung und dann eine Stunde Pause oder wie? Ja, teilweise dann vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke dir. Und dir eine gute Nacht auf jeden Fall. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist. Achso, du hast jetzt gar keine Verlosung und so ein Zeug heute gemacht, gell? Dann mache ich das gleich mal. Scheiße, muss ich am anderen Notebook machen. Halvard, du bist doch Mod. Du musst doch solche Verlosungen und so ein Zeug. Also wäre nett, wenn du das machen würdest. Andi, warum nimmt der Auto meine eingestellte Geschwindigkeit nicht an? Ich stelle das auf 245, weil unter 10.000 Fuß, aber bleibt stur auf 250, also ich drehe den Regler auf 5 und dann aktivieren. Wie aktivierst du es? Mit dem Pfeil nach oben oder mit dem Pfeil nach unten? Weil wenn du Selected Speed, also es ist manuell eingestellt, muss der Pfeil nach unten angeklickt sein. Wenn ich Ankünfte immer einstelle, stürzt mein Spiel ab. Ui, doof. Achso, scheiße, jetzt wollte ich auch noch joinen. War ich zu langsam, oder? Ja, so ungefähr bin ich noch mit meinem ESP und wegen dieser Pause. Das ist ja echt ein Schmarrn. So, vorbei. Rikishi gewinnt. 1000 Panteras. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich bin leider zu spät. Nach oben ist Manage und dann macht er immer das, was im Ding eingestellt ist. Im
Im FMS, also im Bordcomputer, sagen wir es mal so. Gut, also von Wien. Mach mal LOW. Nee, wir machen was anderes, weil in München hatte ich schon einen Scheiß. Wir machen es anders und wir gehen von München nach Wien. Und dann nicht nach Tegel, sondern nach LOWW. Ich habe Wien noch nie angeflogen, von daher können wir mal gucken, ob das klappt. 216, dann gehen wir auf jeden Fall auf der 26. Gehen wir auf die linke, macht ja mehr Sinn. Abflug. Oh, in München war ich erst zwei oder dreimal. Dreimal? Welche Departure ist denn? Ist auf der 26 left. Aneki. Nee, Anke. Nee, Aneki ist in Frankfurt. Mittags. Inpool hatten wir, glaube ich. Die Inpool. Nee, die geht nach Norden. Das ist nicht die richtige. Ach, das ist eh die falsche Bahn. Kirdi. Die Kirdi. Triviski ist es. Genau. Kirdi Triviski auf der 26 left. So, ich bin weg bis heute. Tavats, mach's gut. Einen schönen Abend wünsche ich dir. Ein Cold and Dark. Können wir auch machen. Hab morgen wieder ersten Dienst nach eben Urlaub. Mal schauen, was los ist in Wien. Ah, nice, Sina, nice. Achso, wo? Ja, wir können das auch. Geh mal halt hier hin, oder? Haust du mir jetzt das wieder raus? Ja, dachte ich mir fast. So, wir gehen wieder auf die. War schon mal 26 left. Kirdi. An die kann ich mich sogar erinnern. Kirdi Triviski. Ja, das schaut doch ganz gut aus. Und in Wien gehen wir auf die 29er. Oder gehen wir auf die 29er. Ja, bei dem Wind kann man auf die 34, aber 29er ist, glaube ich. Nikov 7 Whisky. Und auf die 29er. ILS auf die 29er. Warum ist hier ein Local? Nein, da ist ein ILS. Ich dachte es mir schon. Das macht keinen Sinn. Ja, machen wir das so halt, oder? Wir könnten auch gucken, ob wir da einen anderen Anflug, die Natex. Masur. Nee, da. Natex, ich will die eigentlich die Nerven. Ja, das macht keinen Sinn. Die Nehmal. Dann nehmen wir die Nehmal. Die ist ein bisschen kürzer. Ich glaube, das können wir so lassen, ja. Passt eh gut. Ich meine, da haben wir nicht wirklich. Das eine ist Departure, das andere ist Arrival. Viel ist nicht mehr. Das ist unsere Route hier. Von Kirdi nach Nehmal. Das ist. Alles andere ist schon Anflug. Und das alles ist Abflug. Das heißt, dieses Stückchen hier. Das ist alles, was wir haben. Festung Hohensalzburg. Was? Hohensalzburg, ja. Kann ich das noch als Zwischenort festlegen? Hinzufügen. Ne, das machen wir nicht. Entfernen. Von hier. Flugplätze. Warum ist denn das so? Kann ich das nicht hier wegmachen? Wie kann ich denn das Fenster nicht wegmachen? Schließen. Was, oder? Ah, okay. So, wenn ich den hinzufügen will, das geht nicht, oder? Wieso springt er denn auf den Punkt? Das macht doch keinen Sinn. So, hier. Ich weiß nicht, warum der das immer da einbaut. Das verstehe ich auch nicht. Wenn ich den Punkt hier anwiese, hier. Und dann hier drauf. Ah ja, okay, so machen wir es, oder? Das passt doch. So, was hast du hier? Machst einen Cold Start? Ja, genau. Hat mir wieder erst das Honda Gaming. Danke. Tunana kann ich von der Rauchern winken. Ja, nice. Man, Fox 36, ja, cool. Finde es. Von daher, wenn die irgendwann mal Gateway-Animation. Haben sie doch. Haben sie. Welche Flightline nimmst du? Ich weiß nicht, was sie hier eingerichtet haben. Moment. Navlog. Flight Level. Was gehen die auf 19.000? Ah.
Kann ich das höher setzen? Wie kann... Achso, hier. 2,40 gehen wir da eigentlich auf der Strecke. Level 2 vor 0. So, Flugbedingungen haben wir eingestellt. Aircraft haben wir nicht eingestellt. Dann nehmen wir natürlich unseren Airbus. Welche Livery? Ich habe das neuere Livery-Pack drauf. Vielleicht haben wir jetzt die... Aua, inzwischen schon. Legend. Legend sind wir in Phoenix öfter entgegengekommen. Die sind nämlich auch in Phoenix gelandet. Ja, wo ist das, haben wir denn hier? Ching Chong, Iran, nee, Janet, Jetstar. Male Delta. Ferrari sieht ganz nice aus. Hauptsache Air Berlin ist drin, gell, Leute? Hauptsache Air Berlin. Alitalia. Lufthansa Old. The Old One. US Air Force. Iberia. Oh. Eurowings? Nein, ich will nicht. Swiss, das sieht halt geil aus hier mit dem der Sonnenbrille drauf. Das ist schon sehr nice. Wiss. Nee. Salami Air. Sichuan. Finnair. Ja, die haben echt eine mega viele Liveries, aber nicht die, die ich gerne hätte. Naja, Flugsicherung. Wir heißen... ja, komm, wir nehmen unsere Standard-Rufzeichen. Aero 19. Und unser Kennzeichen ist... 112 Tango. Ganz einfach. Standardmäßig. Ausfälle brauchen wir keine. Sprit... Passt schon. 40%, wie viele Gallonen sind denn das? Naja, ja gut. So, nehmen wir ein bisschen mehr, nehmen wir 50% und gut ist. Passt schon, wir müssen ein bisschen Safety auch mitnehmen. Ein bisschen extra. Business passt alles. Alles wunderbar, nutzt was. Ein bisschen schwerer den Flieger. So, passt. Auf geht's, würde ich sagen. Wir speichern das Ganze jetzt mal unter Muckvieh. Du Muckvieh! Los geht's, Leute. Los geht's. Achso, verdammt. Halt, stopp. Wir müssen hier abändern unsere Texte. Mist. Tja, leider habe ich ja keinen Mod, der hier so aktiv ist, ob mir das automatisch ändert. Das ist, war ein bisschen Ironie. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Aber in der Tat, das sind Sachen, die eigentlich die Mods machen könnten. So, ich hoffe, der Titel ist geändert. Passt das bei euch? Aua, nein, wir haben keine Aua. Pegasus fliege ich auch nicht. Wiss fliege ich auch nicht. Ich fliege... Ferrari. Ich möchte hier nicht... Also wenn es eine Auer-Lackierung gibt, fliege ich Auer, sonst nicht. Dann fliege ich irgendwas anderes. Fände es ja total cool, wenn ich irgendwas... Achso, das habe ich schon reicht. Doch, welche Flight nimmst du? 240, okay. Habe ich noch nie gesehen, bin aber auch noch nie vom Gate gestartet. Auer. Pegasus, willst du welche jetzt gehen? Gar kein Uno eher. Oscar Echo Lima Delta Papa. Rikishi Anadolu Jet. Nee, Lima Delta Papa ist doch... haben wir gar nicht. Delta geht nur bis Fox bei uns. Triple. So, Cold and Dark, Leute. Cold and Dark. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das mit den Animationen auch hinbekommen. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie gemacht. Aber das geht hier nämlich über Funk. Achso. Okay, das heißt, ganz normal erstmal. Hier, externe Stromversorgung einschalten. Passt. Das heißt, die Systeme fahren jetzt schon mal hoch. Dann machen wir Lichter an. Hallo. So, die Monitor. Warum geht der Speaker? Warum kann ich den Speaker nicht anmachen? Macht keinen Sinn. So. Hier machen wir auch überall die Lichter an. Ich muss mit der Maus aber genau den Punkt treffen. Hier drüben muss man auch Lichter anmachen. Das ist Wetterradar und also eigentlich, Leute,
Hier, wenn du diesen unteren Schalter drückst, machst du Wetterradar heller und dunkler. Und mit dem oberen kleinen machst du das ganze Display heller und dunkler. Also das funktioniert auch schon mal falsch. So viel zum Thema Realismus. Aber ich glaube, ich halte mich ein bisschen zurück. Was ich gesehen habe, die haben beim Cold and Dark es gefixt, dass automatisch hier Max ist. So, hier müssen wir heller drehen. Und hier, wir drehen alles an. Und beim Overhead Panel kann man hier auch die Helligkeit einstellen. Braucht man jetzt eigentlich nicht, aber machen wir einfach so. Gut. So, dann ist der Flieger zumindest schon mal aufgedreht. Hier kannst du Helligkeit einstellen, hier kannst du Helligkeit einstellen, geht aber alles hier nicht. Und hier kannst du hier die Helligkeit. Achso, das funktioniert. Okay. Das ist cool. Oh, das sieht schon mal anders aus. Sehr cool. Das ist schon mal nice, weil das ist schon mal was anderes. Wenn du hier auf Data gehst und Aircraft Status, die Seite ist schon mal neu gemacht. Das ist schon mal super. Bonanza 44 Alpha, runway 4 right, clear, touch and go. Runway 4, clear for touch and go, Bonanza 44 Alpha. Hookie, einen wunderschönen guten Abend und hallo again und vielen lieben Dank für deinen Raid und für deinen Host und herzlich willkommen an deine Zuschauer. Ihr kommt eigentlich gerade richtig, wir haben gerade hier Strom eingeschaltet und sonst eigentlich noch nichts gemacht. Wir machen hier nämlich gerade einen Cold and Dark Start. Ja, bis auf externe Power und Licht angemacht haben wir gar nichts. Displays haben wir angedreht und Licht eingeschaltet. Wir fliegen von von München nach Wien und probieren mal, ob in Wien der ILS Approach funktioniert. Ich habe schon eine... vielen lieben Dank, Pilot's Eye, für dein Check-in und herzlich willkommen bei uns an Bord. Schnapp dir den Sitzplatz. Für dich ist natürlich auch der Jump jederzeit frei. Der hier, der leider nicht bewegbar ist. Egal. Ich habe schon eine unrealistische Sache weitere gefunden. Dieser Schalter schaltet normalerweise nur das Wetterradar hell und dunkel. Und mit dem kleinen Schalter schaltest du das ganze Display hell und dunkel. Ist fatal, wenn der ganz runtergedreht ist und der obere Schalter voll aufgedreht ist, siehst du nicht, dass das Wetterradar eigentlich funktioniert, nur bei dir am Display nicht angezeigt wird. Hatte gerade KCLT Fly-In auf Watzim. Sehr nice. Sehr, sehr cool. Ja, Watzim habe ich mir noch nicht installiert, ehrlich gesagt. Muss ich leider noch machen. Ja, bei dem ist es genau das gleiche natürlich. So. Also, Strom haben wir eingeschaltet, sonst laufen nur die Displays. Dann, als allererstes, wenn ich ins Cockpit reinkomme, mache ich die IRS an. Und zwar in der richtigen Reihenfolge. 1, 2 und 3. Das alleine dauert in echt 7 Minuten, beziehungsweise Minimum 7 Minuten. Hier 10 passt. Wenn das so in Ordnung ist, bin ich vollkommen damit einverstanden. Zählt eh schon runter. Das ist gut. So, dann hocke ich mich hin. Als allererstes mal auf meiner Seite hier. Ich mache es jetzt einfach hier, damit man es besser sieht. Gehe ich auf MCDU, gehe auf Azu, Flight Init und mache dann ein Auto Init, damit der komplette Flugplan direkt ins FMS geladen ist. Dann hole ich über MCDU, Azu, ATIS noch die aktuelle ATIS an dem Airport, wo ich gerade bin, oder ich höre sie ab. Gut, das ist Pilot Monitoring Sache. Das heißt, du gehst erstmal rein. Pilot Monitoring, check dann als allererstes Systeme. Ich gucke, wie viel Öl ist drinnen. So, da sind jetzt 25 Quarts drinnen. Es müssen mindestens 15 drinnen sein. Pro Stunde wird ein halber Quart verbraucht und es muss mindestens 9 drinnen sein. Und beim Takeoff muss aber mindestens 15 drin sein, wenn wir von Wien aus starten. Dann gehe ich auf die Hydraulikseite. Die funktioniert leider noch nicht. Da muss mindestens, laut Anzeige kann ich euch jetzt nicht zeigen, Minimum Hydrauliköl drin sein. Dann gehe ich auf die Doorpage und schaue, ob mindestens über 1000 PSI an Sauerstoff mit dabei ist. Weil 1000 Stück ist so eine Daumenregel. Das reicht für 3 Leute aus, wenn jemand auf dem Observer sitzt. Gut, dann schaue ich hier mal komplett durch. Passt denn hier alles? Oder ich sag dazu immer die peinlichen Items. Das heißt, sobald du Hydraulikdruck drauf gehst, werden auf einmal die Flaps runterfahren. Wäre fatal. Wenn da jemand steht oder gerade mit einem Heiloder oder irgendwas ist, das geht gar nicht. Watson, machen wir die Teil zusammen? Ja, sehr gerne. Danke dir. Autonet, das ist ja nice. Ja, total. Bist du in Real auch Pilot? Ja, Fred Karaman. Einen wunderschönen guten Abend.
Ich fliege in der Tat genau dieses Flugzeug. So, dann schaue ich rein. Ist das die Speedbreak eingefahren? Ist das Wetterradar aus? Was ist das? Lieber Butch, du, herzlich willkommen bei uns an Bord und vielen lieben Dank für dein Check-in. Schnapp dir einen Sitzplatz. Es geht gleich los. Naja, Boarding ist eigentlich ja jetzt noch nicht, aber ja. So, Wetterradar muss aus sein. Das hier ist aber wurscht, weil das haben wir eigentlich immer auf Wetter und Turbulenzen. Hier muss auf aus sein und hier muss auf aus sein. Und auch Danny einen... was wollte ich ja sagen? Herzlich willkommen bei uns an Bord und vielen Dank für dein Check-in. Schnapp den Sitzplatz. genau, Speedbrake müssen eingefahren. Die Engine Master müssen auf aus sein. Flaps müssen auf Zero sein. Parkbrake, ja, ist jetzt in dem Fall gesetzt. Transponder und so weiter. Das alles, was hier nicht funktioniert, muss eigentlich aus sein und so weiter. Dann schaue ich, ob das SMPs gesetzt sind, irgendwelche Probleme gibt. Dann gehe ich hier hoch. Ja, ich check mal, wie es mit der Uhrzeit aufpasst. 6.9. Ne, 5.9. soll das heißen. Man kann nur nicht um die Ecke gucken. Passt aber. Auch Viva Onkel, dir einen herzlichen Dank für dein Check-in und herzlich willkommen bei uns an Bord. Gute Erklärung. Du musst dringend deine Alerts leise machen. Ich krieg jedes Mal einen halben Herzriss. Ja, das muss so sein. Normalerweise reißt es mich jetzt immer, aber ich mache das. Danke für dein Feedback. Ist heruntergefahren. Vielen lieben Dank, Hunter. So, dann schaue ich nach oben. Jetzt geht's ab. Chio, herzlichen Dank für dein Check-in und herzlich willkommen bei uns an Bord. Auch für dich, schnapp dir einen Sitzplatz. Dann, was ganz witzig ist, laut Checkliste müssen wir auch gucken, ob die Scheibenwischer aus sind, weil die Scheibenwischer extrem viel Strom fressen. Dann gehe ich hier unten auf die Alec-Page. Funktioniert die schon? Funktioniert leider nicht. Ich schalte die Batterien ein. Erst eins, guck, wie viel Strom da angezeigt wird und schau, ob die Ladung nach unten geht. Dann schalte ich die zweite ein und guck, wie dann die Ladung von Batterie 2 angezeigt wird. Schade, ich kann es euch nicht ich kann es euch jetzt nicht zeigen, leider. Es tut mir leid. Geht leider noch nicht. In den Rücken musst du drücken. Ja, danke, das mache ich gleich. Oh, sehr gut, vielen Dank. Ja, ich streame auch schon seit knapp 7 Stunden. Da muss man sich schon mal strecken und so weiter, gell? So, dann geht's weiter. Achso, warte mal ganz kurz. Eine Sekunde, ich muss den Titel... Moment. So, ich muss noch kurz den Titel ändern. Hunter, ich glaube, du könntest wirklich mal Deputy-Mod werden. Was hältst du denn davon? Ich möchte eine komplette Bewerbung von dir haben. Ach, und von dir auch noch ein Gläschen Wasser. Und das, ich würde es zu gern sehen, um das Wissen ins FSX mitzunehmen. Schade, aber ich fixe sie. Wird garantiert gefixt. So, ach, weiter geht's. Auf jeden Fall wird auf der Alec-Page geguckt, dass die Spannungen abfallen und innerhalb von 30 Sekunden müssen die einen gewissen Wert unterschritten haben. So, beziehungsweise 10 bis 30 Sekunden. 4 Minuten sind die IRS aligned, das passt. So, dann habe ich jetzt die Batterien und dann klingel ich hier die APU durch. Den Fire-Test gibt's nicht. Mehr oder weniger, sobald der durchgeklingelt ist, checke ich nochmal, ob alles soweit in Ordnung ist. Sag dann zum Kapitän rüber, sag, okay, also wenn hier jetzt der First Officer Pilot Monitoring ist, wenn der Kapitän Pilot Monitoring ist, ist es natürlich genau andersrum. In dem Fall spiele ich es jetzt von der rechten Seite, wenn der First Officer Pilot Monitoring ist. Sagt er zum Kapitän, du, ich schaue mir jetzt den Flieger außen an. Dann checkt er, ob die Warnwesten drinnen sind hier. Checkt, ob der Feuerlöscher, den wir jetzt hier gar nicht sehen können, ob der Feuerlöscher noch ausreichend Druck hat. Checkt hinten das Sicherheitsequipment. Checkt die PPE, also die Feuerschutzmaske. Checkt, ob Handschuhe mit drinnen sind.
geht dann hier hinten und guckt, ob genug Rain Repellent drin ist. Hier ist gar nichts drinnen. Also das Mittel, was ihr auf die Scheibe spritzen könnt, damit der Regen abgewiesen wird. Wobei wir das nie machen, weil das relativ giftig ist, das Zeug, und das brauchen wir nicht. Und dann lege ich das Aircraft Handy hier mit hierher. Und dann zieht er seine Sicherheitsweste an und geht raus und macht den Outside-Check. Habe den Fehler gefunden, warum das Spiel im Abschluss liegt am Simbrief. Ah, okidoki. Gut zu wissen. Gut, dann ist der Pilot Monitoring draußen. Dann geht jetzt der Pilot Flying, beziehungsweise der an den Controls sitzt, geht dann her und fängt mit folgendem Durchgang an. Er schaut, ob die im Allein sind, geht darunter, schaut, dass hier der auf Captain Purser ist für die Evacuation. Geht der eigentlich? Geht auch nicht, geht alles nicht. Super. Wir haben hier noch einen zusätzlichen Button für so einen Hebel eigentlich für Oxygen. Crew Supply, ja genau, den drücken wir dann noch, schauen, dass der hier nicht off ist. Starten den Flight Recorder, also wir starten ihn nicht, wir testen den, machen hier einen CVR-Test, dafür müssen die Speaker aus sein, dann hört man einen Piep. Und dann drücken wir hier auf Ground Control, der leuchtet dann grün on. Dann schauen wir hier, ob das hier alles passt. Dann gehen wir hier durch. Wir bimmeln jetzt dann Engine 1 und Engine 2 durch. Das gibt einmal leuchtet das hier, dann leuchtet das hier, dann leuchtet das hier, Master Warning, und zusätzlich leuchtet es dann hier im ECAM. Vielen lieben Dank, Herpes der Götterbote. Herpes der Götterbote. Vielen lieben Dank für deinen Host. Das ist aber nett von dir. Und sehr, sehr cooler Nickname. Danke dir. So, dann, jetzt bin ich an der falschen Maus. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Stream und herzlich willkommen an deine Zuschauer. So, die IRS sind jetzt geupt. Normalerweise erscheint dieses Fenster aber noch nicht so, wie es ist, weil man das erst noch initialisieren muss. Da komme ich aber gleich dazu. So, bei beiden Malen leuchtet es an den gerade vorgestellten Punkten. Dann gehe ich hier weiter, schaue, dass hier nichts leuchtet. Dann mache ich die Fuel Pumps an. Bei Airbus ist es ein No-Light, wie nennt sich das Wort? Oh, ein No-Light-Prinzip. Wenn alles aus ist und nichts leuchtet, dann ist immer alles gut. Sozusagen. Ja, an sich schon, muss aber jetzt pennen, wollte ich nur mal Hallo sagen. Ja, das ist aber lieb von dir, Herpes, und dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Und ja, wenn du Bock hast, schaust halt mal rein. Kannst natürlich gerne auch noch ein Follow da lassen. Dann siehst du, wenn wir das nächste Mal fliegen, und ich erkläre so die Flüge immer. Bin fast jeden Tag online. Just for your info. So, dann gucken wir. Achso, wir gucken natürlich vorher, ob die Batterien die Mindestspannung haben. Minimum 25 Volt habe ich schon. Ah, danke dir. Danke dir, Herpes, der Götterbote. Passt. Dann gucken wir natürlich, die sollten auch eingestellt sein, so in die Mitte in etwa. Vielen lieben Dank auch an dich, Fred, für deinen Check-in und herzlich willkommen bei uns an Bord. Den Sitzplatz hast du dir eh schon rausgesucht. Das habe ich schon mitbekommen. Genau, Packflow-Norm. Gucken, dass hier alles so ist, wie es sein soll. Wing, Anti-Ice und so weiter brauchen wir jetzt nicht. Dann stellen wir die Schalter richtig. Und zwar gehen wir hier auf Auto. Dann nach Flights gehen wir eigentlich auf Stufe 1. Hier geben wir an und aus. Stufe 1 ist für tags. Das heißt, dass die Seitenruderflosse nicht beleuchtet ist. Stufe 2 ist dann für nachts. Da leuchtet dann die Seitenruderflosse. Hier, Seatbelts geben wir nur auf on, wenn wir fertig betankt sind. Wir haben ausreichend Sprit. Wir haben 10. Wir haben so viel Sprit an Bord? Okay. Das ist ein bisschen übertrieben. Ach, dann ist in Deutschland der Sprit einfach billiger und wir müssen Sprit mitnehmen. Man muss nur gucken, wie man es verkauft. So, getankt sind wir. Das heißt, die Seatbelts können an sein und warum geht das nicht? So, hier. No smoking ist auf Auto. Gut. Das ist die Emergency Exit Lights. Moment. Auf Arm muss das sein. So. Funktioniert der Schalter? Ah ja. Warum? Nein. So. Passt. Dim. Standby kommt wohl mal nicht. Overhead haben wir angemacht. Gut, passt. Und dann schauen wir hier durch. Hier muss PA an sein. Das funktioniert nicht. Damit der Flight Recorder auch hier und die Ding-Ansagen hinten mit aufnimmt.
Das muss alles aus sein. Das passt auch alles. So, dann ist es die allererste Arbeit. Und dann gehen wir hier runter. Stufe Nummer 2. Wir gucken, dass der hier richtig eingestellt auf den richtigen Luftdruck. Ich habe hier leider kein ATIS. Von daher weiß ich den Luftdruck jetzt nicht. Keine Ahnung, wenn ich jetzt auf B gehe, okay, dann stellt er sich eh automatisch ein. 3090. Ich habe hier leider noch keinen Watson und kein sonst irgendwas, keine Addons und so weiter. Max ist auch mit am Start. Einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Steht das nicht alles in der Checklist drin, was ich einstellen muss vor dem Start? Der größte Teil, ja, aber nicht die Standard-Procedures, wie du einmal durchgehen musst, steht da nicht drin. Nee, das musst du lernen. So, dann schaust du hier durch, guckst, dass hier alles passt, guckst, dass der Fahrwerkhebel nach unten ist und ja, checkst die Zeit, ob das Datum passt, guckst, dass Anti-Skid aktiviert ist und dann bist du hier auch fertig. Der nächste Look ist dann hier runter, du checkst hier das alles. Das ganze Pedestrian, du checkst ob hier, also MCDU wird dann gleich programmiert, schaust, dass du hier dein ACP und deine... also Radio Management Panel hier richtig gesetzt hast. Das, ach so. Ah, okay, das funktioniert jetzt. Okay, das ist auch neu, dass man eine zweite Frequenz eindrehen kann. Ach, cool. Ja, nice. Cool. Also gut, wir nutzen für den Flug jetzt keinen Funk, aber schön zu wissen, dass es geht. So, und wenn aber jetzt Funk schon mal funktioniert, dann gucken wir jetzt gleich mal, ob das funktioniert, was ich gerade euch zeigen wollte, ursprünglich vorhin. Und zwar, dass die Bridge herfährt. Ich habe das erst ein einziges Mal gemacht. Ich hoffe, das funktioniert. Bodendienste. Ja. Treibstoffversorgung anfordern. Brauchen wir nicht. Wir haben Stromversorgung anfordern. Haben wir eh schon. Gepäckservice anfordern. Ground Arrow 19112 Tango, could you please send the baggage? Arrow 19112 Tango. Gepäck ist unterwegs. Sehr gut. Verpflegungsservice anfordern, machen wir auch. So, jetzt fährt der hin und lädt dann das Gepäck ein. Catering Truck, der kommt hier hinten und aber auch vorne in der Regel. So, Jetway-Verbindung. Ja, damit die Passagiere auch einsteigen können, ist doch essentiell. Puki, du bist raus, guten Flug. Ja, danke dir und ich wünsche dir eine gute Nacht, schlaf gut. Warte jetzt mal ganz kurz. Ja, da hat sich gerade wohl jemand ins Bett verabschiedet. So, da fahre ich gerade das Förderband. Ja, genau, Sinan, das bist du. Guck. Cool. Nicht alles und manches Airline-App. Das ist richtig, ja. Aber trotzdem, die ganzen Dinger stehen natürlich nicht in der Q-Agent. So, also, Passagiere könnten theoretisch jetzt einsteigen. Dadurch, dass wir... Moment, was piepst der da? Door? Was ist mit den Doors? Warum piepst der da? Master Wine? Okay. Macht er echt nicht. Melli loben? Ja, genau. Das hat sie leider nicht mitbekommen. Müsst ihr früher machen, Mensch. Aber ihr wusstet jetzt nicht, dass sie da ist. So, wo war ich? Genau, hier. Ups. Also... Die Bridge ist jetzt dran und Passagiere steigen jetzt ein. Wir tun mal so, als würde jetzt gerade gebordet werden. Gut, dann gucken wir, dass hier das richtig eingestellt ist. Das funktioniert aber auch alles nicht, weil soweit ich hier drauf drücke, eigentlich kann ich da drauf drücken, leuchtet dieser Knopf. Aber er leuchtet nicht. Genauso bei dem und bei dem und... Na, zumindest funktionieren die schon mal. Linke Seite ist immer auf Call 1 und rechts Seite ist immer auf Call 2. Aber das ist inoperable. Lol. Ach, die hier auch. Okay. Gut. Soweit, so gut. Hier gehen wir nicht auf... Das ist auch falsch. Das ist nämlich Dauersenden. Na gut. Dann guckt der Kapitän hier, beziehungsweise der Pilot Flying nochmal hier durch. Das funktioniert auch nicht. Status, ob irgendwelche vergangenen Statis hier mit hinterlegt sind. Und gehen auf den Recall-Button. 3 Sekunden drauf. Und da steht hier alles dran, was im verletzten Flug schiefgelaufen ist. Geht hier nicht. Egal. So, dann ist die MCDU-Programmierung dran. Die fängt an mit Data.
Ich guck hier, ob die aktuelle Datenbank installiert ist, bis 4. Juli. Das heißt, die ist abgelaufen und wir dürften jetzt schon nicht fliegen. Ben. Warum und weshalb Microsoft es nicht schafft, hier eine aktuelle Datenbank zumindest reinzuschreiben? Bei Recall steht nicht immer was, nur wenn das tatsächlich vorgefallen ist, Sinan. So, dann gehen wir Data. Gucken, ob die IRS schon hier... Gut, die sind jetzt hier schon eingestellt. Ansonsten müssen wir hier die IRS initialisieren. Und zwar haben wir bei den meisten... Gut, hier in München jetzt nicht. Haben wir hier eine Tafel stehen, wo die aktuellen Längen und Breiten gerade angegeben sind. Ansonsten haben wir es in unserem EFB eine Chart, wo die ganzen bei jedem Parkingstand die passende Koordinate mit angeben ist. So, Alternate. Nach Wien nehmen wir Bratislava. Sehr schön, das funktioniert zumindest. Flightname hat er schon mal drin. Initialisiert ist er. Wind. Wenn ich hier drauf gehe und dann Wind Request mache, holt er sich aktuell das aktuellen Wind hier mit rein. Tropopause, können wir die einstellen? Glaub nicht, oder? Nee, macht er nicht. Können wir nicht mit einstellen. Gut, egal. Geht halt nicht. So, dann Flightplan. Dann stelle ich mir hier den Flightplan ein. Den wir hier dann kontrollieren können, wenn wir auf Plan gehen. Aber das schaut ja schon mal nicht allzu schlecht aus. So, und hier, wenn ich jetzt hier durchblätter, kann ich den Flightplan genau hier gucken, ob das das ist, was ich einprogrammiert habe. Von Kirdi, dann zur Festung. Nehmal nimm du Glimra Gamli Barok. Und dann geht's nach Ballard. Und dann kommt die Ballard Transition auf die Runway to Niner. Passt. Soweit zumindest passt das. Schon mal gut. So, dann gehe ich auf den Secondary Flight Plan. Der funktioniert hier nicht. Und kopiere mir meinen ersten rein. Und da baue ich mir dann die Departure rein, wenn ich einen Engine Failure im Departure drin habe. In den Charts stehen die Koordinaten auch drin. Und hallo zusammen. Pandemic, einen wunderschönen guten Abend. In den Charts, es kommt auch an, welche Charts du hast. Aber ja, bei uns gibt es in den Charts einen extra Chart mit Stands. Und in den Stands stehen die Koordinaten von jedem einzelnen Gate drinnen. Ich habe da meine Frage zu Flexim auf der Perl. Die kommt, genau, kommt dann zur Performance Page. Kommen wir gleich dazu. So, dann unter Secondary setze ich mir dann auch die Performance-Daten und so weiter alles rein. Dann gehe ich auf die RATNAV-Seite und gebe mir hier die RATNAVs ein. Die gibt es jetzt aber hier in FSX noch nichts, deswegen kann ich hier auch nichts eingeben. Soweit ich weiß, gibt es die noch nicht. Normalerweise macht er die selber hier mit rein, aber hier halt nicht. Warum auch immer. Macht keiner Flugsimulator halt noch nicht. Sorry. Und ihr müsst entschuldigen, ich habe mein EFB nicht da, somit habe ich auch keine Charts vorhanden. Ja, tut mir leid, kann ich damit jetzt gerade zumindest nicht dienen. Wenn ich dann daheim bin in Wien, da habe ich mein EFB und da kann ich die ganzen Frequenzen und so weiter raussuchen. Ist jetzt aber auch momentan wurscht, weil wir brauchen es jetzt hier eh nicht, ist eh nicht realistisch. So, dann gehe ich auf Init für die nächste Seite, für Init 2. Hier gebe ich dann mein Zero Fuel Weight ein und mein Zero Fuel CG. Ich weiß gar nicht, der wird uns hier nicht angezeigt, oder der CG? Nee, das wird nämlich ausgerechnet. Beziehungsweise steht auf dem Load Sheet drauf. Doof. Was haben wir denn aktuelles Gewicht? Ja, wird er wahrscheinlich eh das haben. Gross Weight 56 und CG. Keine Ahnung. Haben wir, da steht diese ganzen Daten, also diese Daten stehen auf dem Loadsheet mit drauf. Hier, Trip Fuel. Es ist kein Trip Fuel eingegeben. Das macht irgendwie überhaupt gar keinen Sinn. Gehen wir einfach mal 3 Tonnen hier ein. Geht das nicht? Okay, geht nicht. Nasty Duck, vielen Dank für deinen Check-in und herzlich willkommen bei uns an Bord. Schnapp dir einen Sitzplatz, geht gleich los. Ja, genau, Rampy anrufen, der schickt uns dann das Loadsheet. Rechnen kann ich so nicht, ich habe ja keine Daten von dem Flieger. Null. So, aber hier,
gekonnt. Geht hier mit 0,2 zumindest auf Alternate. Das ist normalerweise eine Tonne nach Bratislava. Kann ich auch nicht mit eingeben. Super. Final. Kann ich auch nicht. Ach, Final geht. Final Reserve. Was nehmen wir da? 1,8 Tonnen. Zack. Takeoff Weight. Kann ich Takeoff Weight eingeben? Ach, das geht. Und Landing Weight. Naja, sagen wir halt mal. Probieren wir mal. Geht. Naja. Ich habe jetzt, ich weiß es jetzt gar nicht, ob das korrekt ist oder nicht. Puh, keine Ahnung. Oh. Löschen wir das mal wieder raus. Ach toll, geht nicht. Löschen wir es raus, weil ich weiß nicht, ob das richtig ist oder nicht. Normalerweise zeigt er hier die, also die, die Drehrichtung, die Stärke an, aber ja, keine Ahnung, geht halt hier wieder nicht. Der CG gehen wir mal mit 30 ein, das ist so ein Standardwert. Ach, Moment. Falls man das, falls uns tatsächlich dieser Fehler unterlaufen würde, hier einen CG vergessen einzugeben, würde der Flieger zumindest damit fliegen. Oh, oh, sorry. Kann ich nichts eingeben. Tolle Sache. Warum geht das nicht? Das ist doch, das ist, wisst ihr Leute, das ist sowas, was mich echt nervt. Ja, okay, man muss die ganze Zeile eingeben. Okay, top. Super Sache. Alternate. Geht das dann? Auch nicht. Taxisprit 0,2. Wir rechnen ungefähr immer 200 Kilo pro Taxiphase. Jetzt haben wir das. Okay, dann ist Init B-Seite erledigt. Und dann bleibt eigentlich nur noch die Progress-Page. Da geben wir hier EDDM 2, 6. Wir starten auf der linken Left. Und das geht auch nicht. Ist auch unrealistisch. Normalerweise geht das. Setzt man sich hier rein, hat man die GPS-Distanz zu diesem Punkt. Naja, Performance-Daten ist eingeben hier. V1, 1, 2, 3. VR, 1, 3, 0. V2, 1, 3, 3. Transition Altitude 10.000 passt. Thrust Reduction und Acceleration Altitude, dann geben wir hier auch die Acceleration mal von, ich weiß es nicht, was München hat. Wie gesagt, das steht alles in den Charts. Gehen wir mal hier auf 3000. Wobei Engine Out, dann gehen wir auch auf 1500. Wird schon so passen. So, Flaps 1. Ja, Klappensetting habe ich jetzt natürlich auch keins. Machen wir einfach mal ab 0,5. Warum macht er das nicht? Muss ich das auch wieder ganz eingeben? 1 ab 0,5. Ach, hier. So, Flextemp, da kommen wir jetzt zu deiner Frage. Wir nehmen jetzt hier mal 64. So. Tolle Bus, der Airbus da. Ja, der Airbus, der ist echt. Oh, ist echt ein Krampf noch momentan. Was ist das und wie setzt, rechnet man das? Also Flex Temperature. Flex Temperatur berechnet unser EFB, das wir nicht haben, und zwar das Performance Programm. Flex Temperature ist mehr oder weniger eine Reduzierung des gegebenen Schubs, um die Triebwerke zu schonen. Beim Start, weil jedes Prozent mehr an Triebwerksleistung, das du beim Start brauchst, kostet Wartungskosten, weil das die Lebenszeit des Triebwerks verkürzt. Ja, auf Toga, wenn du fliegst, hast du volle Leistung. Zu viel Leistung brauchst du aber nie. Also du bist auf einer Short, also auf einer ultra kurzen Runway. Auf Toga, also nur auf Toga-Stellung. Genau, Toga musst du auf Toga-Stellung gehen. So. Dann gehen wir auf die, also Shift weiß ich nicht, wir werden wahrscheinlich volle Länge nehmen. Climb, Manage, 143 Knoten, haben wir da eine Constraint drinnen. Da sieht man jetzt mal keinen Constraint, warum man da die 143 Manage macht, vielleicht bis zum ersten Punkt. Könnte man da jetzt, ein Selected reinmachen, ich lasse es jetzt mal so, ich weiß nicht, was der geplant hat. Estimated Fuel on Board, naja, wir haben aber mehr, wir haben 10... Das kann man hier nämlich nicht ändern. Tja, blöd. Climb, Descent und Approach-Phase.
Können wir jetzt nicht einstellen, weil, ja, geht halt nicht. Achso, hier möchte ich Hektopascal einstellen. Geht das nicht? Ah, doch, die passt. So, 1022. Gucken wir dann, was in Wien ist und dann schauen wir weiter. So, MCDU ist mehr oder weniger somit programmiert. Normal gehe ich auf ATC.com, log mich in CPDSC ein und dann kann ich ja, das auch nutzen. Ja, in dem Fall geht das nicht. Normalerweise beim Takeoff hat der Pilot Monitoring immer den Flugplan drauf und der Pilot Flying die Performance Page. Zu Flexhem gibt es auch Tabellen oder rechnet sich doch, glaube ich, aus Luftdruck und Temperatur. Also, da gibt's, es gibt Tabellen und während der Ausbildung machst du da die Flexhem-Rechnungen und es ist unglaublich aufwendig und ich verstehe, warum früher da hinten ein oder zwei Leute gesessen sind, die die Berechnung durchgeführt haben, während die da vorne geflogen sind. Also es ist ziemlich heftig. Wilko, einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, dir geht's gut. Na, wo kommst du her um die Uhrzeit? So, MCDU ist soweit programmiert. Gäste sind eingestiegen und dann können wir eine Before Start Checklist machen. Aber ich habe keine Checklisten. Sind die eigentlich jetzt besser? Starten Sie das Flugzeug. Ja, danke. Checkliste. Ich habe die hier noch nie verwendet. Hier. Nee. Checkliste. Da haben wir sogar. Nice. Preliminary Cockpit Preparation. Kann man die anklicken? Inhalt abhaken. Ah, nice. Ah, okay. Guck mal, Hunter, hier hast du eine Checkliste, die kannst du durchgehen. Das dürfte ziemlich genau das sein, was wir alles gemacht haben. Ja, genau, richtig. So, die machen wir jetzt aber nicht. Wir machen eine Before Start Check. Ich dachte, hier gibt es keine. Aber das ist dann aber auch neu, oder? Ah, ja, warte mal. Wie komme ich denn jetzt auf die Checkliste zurück? Hier, Seite zurücksetzen. Before Start, so. Takeoff Data. Prepare and checked. Seatbelts, ja, haben wir natürlich. MC, achso, eineinhalb abhaken. Kann ich das hier machen? Ach ja. Prepare and check. Ja. Nee, warte mal. Ja, okay. Seatbelts, MC. Okay, das machen wir jetzt aber nicht alles durch. Das dauert ja viel zu lang. So. MCDU is set. External. Das sind aber keine original Airbus-Listen. Nee, das sind keine Airbus-Listen. Windows and Doors. Closed. Beacon Light. Noch nicht on. Das ist ein Schmarrn. Thrust Levers. Idle. Parking Brake. Das ist keine originale Airbus-Checkliste. Okay. Können wir also auch nichts brauchen. So. Engine Startup. Das ist mehr oder weniger tatsächlich eine Anleitung für die Leute, die. Ja. Ihr wisst Bescheid. Von der Nachtschicht muss auch gleich den Flug machen. Oh, nice, Wilko, nice. Vielleicht sieht man sich ja, aber nicht annähernd so detailliert, wie du es erklärt hast. Ja, ich mache das natürlich jetzt auch nicht jedes Mal, aber jetzt, immer wenn das hier, wenn neue Leute dabei sind, sehr gerne. Also ich erkläre sehr gerne die Dinge. So, wir sagen jetzt mal, alle Passagiere sind eingestiegen, dann kommt der Rampy rein, sagt alles fertig, Load Sheet, dann kommt Kabine rein, fragt, können wir Kabinentür schließen? Sagen wir, ja, schließt die Kabinentüren. Dann, hier ist eh nur noch die Kabine da, das heißt, wir lassen das jetzt abdocken. Mal gucken, ob das so alles hinhaut. Trennung der Jetway-Verbindung anfordern. So, eine Sache haben wir natürlich noch vergessen, wir müssen die APU starten und das läuft hoffentlich jetzt realistisch. Sobald ich jetzt hier auf APU Master Switch on gehe, muss jetzt hier die Page erscheinen. Das macht sie, sehr schön. 3 Sekunden später, wenn ich auf Start klicke, genau, muss der leuchten. Wenn du direkt hier drückst und da drauf, das funktioniert nicht. Er klopft den Lader wegen GPUs. Ja, nee, der klopft immer selber. Ansonsten schaue ich runter, warte bis er herkommt und macht einen auf den hier und so. So, GPU hängt aber noch mit dran und ist auch gut, sobald wir erstmal die APU starten. So, jetzt gucken wir mal, was da passiert. Das schaut sogar tatsächlich realistisch aus. Nice, sehr nice. Haben wir eigentlich, achso, Alec Page haben wir nicht. Dann können wir nicht schauen, ob der APU Generator übernommen hat. Hydraulik haben wir auch leider nicht, aber das schaut sehr schön aus. Das schaut sehr gut aus. Funktionieren eigentlich die Uhren jetzt? Ne, funktioniert auch nicht, schade. Funktioniert diese Uhr? Auch nicht.
Das ist ja blöd. Ach, der Chronometer funktioniert wenigstens. Okay. Na, wenigstens etwas. So, warum geht das nicht weiter? Das geht in echt ein bisschen flotter. Also ein bisschen flotter geht es schon. Und diese Anzeige haben wir auch nicht im Flieger. Dass hier der Flughafen drauf ist, das haben wir nicht. Ich weiß nicht, ob es überhaupt welche gibt, 320, die das hier haben. Vielleicht hat es der Neo, das weiß ich. Neo haben wir leider keinen. Ja, also in echt dauert es nicht so lang. Muss ich ehrlich zugeben, eine Minute dauert das. Und ich jetzt schon zwei. So. Der schaltet wahrscheinlich immer, ja, die schalten immer beide parallel gleichzeitig um. Ja, jetzt komm schon. Also das ist unrealistisch. Okay, der Generator übernimmt eigentlich auch erst, wenn die APU available ist. Und nicht schon vorher. So, APU ist available, dann kommt jetzt hier APU Bleed drauf und sobald Passagiere einsteigen, während der Corona-Zeit, haben wir eh die APU schon laufen und APU Bleed drauf. Das heißt, hier External Power kann man abklemmen, dann sagen wir hier per Funk, Ground Power kann entfernt werden, Stromversorgung anfordern. Ground Arrow 19112 Tango, could you please send a ground power unit? Was sagst du zur Art 220er? Oh, ich finde diese, ich finde die geil. Ground Arrow 19112 Tango, I am done with power. I'm done with power sagen wir mit Sicherheit nicht. Aber gut, das ist halt so gemacht. Also das hier verschwindet eigentlich, weil der muss unten den Stecker ziehen. Wie gesagt, A220, sehr, sehr geiler Flieger. Ich liebe das Cockpit, sehr, sehr geiler Flieger. Aber es ist halt ein Regional Jet. Also mehr oder weniger, es ist ein kleiner Airbus. Was ist das denn? Ach lol, da kommt vom Pusher das Licht rein. Okay. So, Brücke ist weg. Türen sind geschlossen, schätze ich mal. Und die Slides sind nicht gearmt. Wie kann ich denn die armen lassen? Kann ich die irgendwie armen lassen? Da muss ich hier hinten Bescheid geben. Naja gut, also. Dann frage ich unten beim Boden nach. Das macht alles der Kapitän. Frage ich beim Boden nach. Ground from Cockpit. Ja, sind alle Klappen und Deckel geschlossen. Können wir Triebwerke anlassen. Alles soweit fertig. Haben wir den Pusher? Ja, Parking Brake Set. Ach, ganz vergessen. Vorhin haben wir vergessen, die Parking Brake zu checken. Und zwar muss ja der Druck runtergehen. Und wenn du dann die Bremse drückst, muss er wieder hochgehen, der Druck. Was er nicht tut. Und dann setzt du die Parking Brake wieder rein. So, die Frage ist jetzt, genau, richtig, du sagst es. Cockpit from ground, all flaps, hatches closed, engines clear. Die Frage ist, wie können wir ein Pushback beantragen? Das habe ich noch gar nicht, ich bin noch nie am Gate hier gestartet. Geht das hier? Oder muss ich das jetzt alles hier ISV-Gabe? Wie in einem starten Sie Piste und steigen Sie und halten Sie 14.000 Fuß. Normalerweise heißt das Flight Level 140, Abflugfrequenz ist 120-56. Stellt er das automatisch ein, wir machen nicht das selber. So. Aber ich muss jetzt bestimmt auf den Tower, oder? So, den Squawk hat er schon gesetzt, passt. Gut. Rollfreigabe. Vorhin halten Sie bei Piste 16 Left über Rollbahn Alpha. Rufen Kontrollturm auf 100. Ich habe halt leider keine Charts da. Von daher. So, einstellen auf Tower. Aber hat er jetzt hier nicht geändert, gell?
Hä? Das check ich jetzt nicht. Wie kriegen wir jetzt den Pushback? Den Taxi ist schon auf Tower. Startup schon erst in Februar. Ah, nice. Ja, bei Boden kannst du Pushback. Ja, ich. Ach so. Ach, verdammt. Einstieg auf Boden. Ah, sehr gut. Danke dir, Rico. Danke dir. Ich habe das tatsächlich noch nicht gemacht mit der Flugsicherung. Bin immer an der Bahn gestartet, weil Cold and Dark ist. Ja. So, auf jeden Fall. Beacon on. Dann kommt die Before Start Checklist down to the line. Below the line. Windows and doors close. Close. Thrust lever idle. Idle. Und dann, warte mal, Beacon haben wir angemacht. Parking Brake releasen. Dann können wir jetzt ein Pushback anfordern. Ground Arrow 19112 Tango requesting Pushback. Arrow 19112 Tango Pushback. Pushback bewilligt. Hä, das macht. Warte mal, Pushback nach. Pushback nach rechts wahrscheinlich, weil er schiebt mich da wahrscheinlich hin, wo ich hingeschoben werde, oder? Ground Arrow 19112 Tango requesting pushback tug to steer the aircraft to the right. Pushback nach rechts zu bewegen. Ja, ich tippe mal. Der Boden kannst du pushback. Pushback. Ja, das funktioniert. Leute, schaut euch das an. Nice, wie schaut das von außen aus? Sehr geil. Oh, aber der Truck sollte da vielleicht noch abhauen. Naja, das geht sich schon aus. So. Sagt ihr mir jetzt, wann die Engines frei sind oder nicht? Catering mitgegangen. Ja, das. Nee, der kommt schon, der kann schon drunter, aber trotzdem. Normalerweise müsst ihr da abhauen. Ja, stopp. Oder? Wie weit pusht er mich jetzt? Bis ich ihn. Ja, gut, ich sag mal schon. Ground Arrow 19112 Tango requesting the end of pushback. Arrow 19112 Tango request to end pushback. Hätte der mich richtig hingepusht? Ich weiß es nicht. So. Niemals der passt. Der fährt ja runter. Caterer, der fährt doch sein Dingens runter. Also zumindest, ja gut, hier unten natürlich nicht. Das ist schon richtig. Einstellen auf Tower. Ne, wir müssen eigentlich am Boden bleiben. Aber der hat uns ja zum Tower schon weitergeleitet. Wir haben ja die Taxi-Freigabe schon. Der hat uns zwar jetzt nicht gesagt, dass wir die Engine starten können, aber das machen wir jetzt halt einfach. So, Engine starts. Dann geht hier auf Ignition. Dann schauen wir hier. Ja, das siehst du halt hier nicht. Das geht wahrscheinlich eh nicht. Nee, geht alles nicht. Naja, gut. Engine start. Starting Engine Number 2. Und dann drücken wir hier drauf. Gucken, wie sich das hier entwickelt. Nach 22 Sekunden muss die Treibstoffzufuhr angeben. Nicht 22 Sekunden, sondern bei 22% N2 muss hier die Treibstoffzufuhr geöffnet werden. Das passt. Und dann fängt er schon an hochzulaufen. Sehr gut, sehr gut. Ne, erst im Tower, wenn du bereit bist für den Take-off. Okay. Ja, es ist ein bisschen unrealistischer. Gut. So, die alten Triebwerke werden jetzt schon gelaufen. Also nicht die Neo-Triebwerke, sondern die SEO-Triebwerke. Gut. So, Engine Number 1, Engine Number 2 stabilized. Das, was ihr jetzt hört, ist die PTU, die vom rechten Hydrauliksystem den linken Hydrauliksystem hier Druck zukommen lässt. Das kann ich euch leider nicht zeigen, weil Hydraulik funktioniert. So, Starting Engine Number 1. So, in der Zwischenzeit meldet sich unten der Bodenpersonal, sagt ja, Pushback completed, remove Gear Pin und Hand Signal on the right hand side in dem Fall. Weil links macht keinen Sinn mit nach dem Rollfeld. Und dann steht er da mit seinem Pin,
das vorne beim Nose Wheel rausgezogen hat und winkt. Das bestätigen wir, sagen Tschüss und dann machen wir Taxi. So, ich habe jetzt vergessen zu starten, weil ich es gerade hier erklärt habe. Aber ist auch wurscht, weil sobald die zweite Engine gestartet ist, haben wir, ich glaube, bei den Neo-Triebwerken hast du immer 6 Minuten Startzeit, bis du Takeoff machen darfst. Nächsten Tag, was ist PTU? Power Transfer Unit. Die macht, das ist so wie so ein Übertragungssystem von Hydraulikdruck von einem Hydrauliksystem ins andere Hydrauliksystem. Ganz vereinfacht dargestellt. So, zweite Triebwerk ist auch stabilisiert. Damit können wir jetzt hier anfangen, 6 Minuten stoppen. Kapitän stellt das hier jetzt wieder auf Norm. Ich mache dann meinen Flow after Engine Start. Mache ich hier, setze die Radar-Trim zurück, setze die Flaps auf Flaps 1. Schau, dass hier alles passt, setze die Trimmung. Was haben wir gesagt? 0,5 ab oder sowas haben wir. Das ist alles nur geschätzt natürlich. Schau hier, ob irgendwas passt. Schau, ob der Status da ist. Keiner. Dann After Start Checklist. After Start, dann gehst du deine komplette Checkliste durch. Guckst, ob alles passt. Gut, dann Request Taxi. Das haben wir jetzt schon requested. Ich weiß nicht, welcher Text für Alphas. Ich habe, wie gesagt, keine Charts leiten da. Und in der VFR Charts sind, glaube ich, auch keine Textways mit eingezeichnet, wenn ich nicht recht entsinne. Aber das wird hier die Bahn sein. Das heißt, wir texten hier. Das ist eh mega kompliziert in München. Also mit Alpha und so weiter, das ist noch bei weitem nicht getan. Das ist dann Blue Line, Stop, irgendwas, keine Ahnung. Also das hier in München sehr, sehr kompliziert. Wir texten jetzt hier raus, texten hier rüber und gehen hier dann zum Holding Point. Gut, dann Left Side Clear, Right Side Clear, Taxi, also Parking Brake Release. Ich habe das Ganze auch am Joystick oder am Game Controller. Ich habe diesen X52. Seht ihr alles? Meine komplette Hardware seht ihr übrigens, wenn ihr auf mein Profilbild klickt und dann auf Info. Habe ich meine ganze Hardware. Macht man noch einen High Power Run oder nicht? Ihr niemals machst du das. Das kostet alles Performance und Wartung. Das machst du nie. So, als allererstes Brake Check. Sobald du rollst. Achso, Taxi mit maximal 40%. So, sobald du wirklich mal rollst. Warum rollt der nicht? Ja, ich check's nicht. Warum rollt der nicht? Parking Brake is released. Ach ne. So. Haben wir nach dem Pushback jetzt gesetzt. So. So, Brake Check. Brakes checked. Gut, dann schauen wir jetzt mal, wo wir lang rollen müssen. Das ist die Straße für. Machen wir es mal hier. So. Wir folgen mal der gelben Linie. Taxiways sind, Taxi Lines sind immer gelb. Ob das schon der Taxiway ist. Ich tippe mal. Wir rollen jetzt einfach mal auf den. Ja, das schaut gut aus. Gut, während wir hier rollen, langsam. Ich glaube, das funktioniert schon, die Flight Control Page. Ja. Flight Control Check. Full up. Full down. Das ist auch nicht full up, wenn man das sieht. Normalerweise muss das wirklich bis ganz hoch gehen. Full down, neutral, full left, full right, neutral. So. Ach so. Okay, interessant. Der dreht auch, wenn ich mit dem Querruder steuere. Lol. Okay. Rudder. Das mache ich jetzt einfach mal kurz im Stehen. Weil ich drücke normalerweise den Tiller-Button, damit das Rad vorne nicht sich mitbewegt. Aber das mache ich jetzt einfach am Stehen. Full left, full right, das bewegt sich aber nicht. Warum auch immer, keine Ahnung. Vielleicht hat das was mit dem Flight Control, mit diesem unterstützten Rollen oder sowas zu tun, mit dem Ruder oder sowas. Oder es funktioniert einfach tatsächlich nicht. Ne, das Rudder bewegt sich kein bisschen. Müsste ich jetzt eigentlich hier vor links und vor rechts liegen. Das gleiche macht dann der
Der erste Offizier auch. Uiuiui, nicht zu viel. Rust Setting. Wir sind auch schon hier viel zu schnell. Uiuiui, okay. Es gerät hier komplett außer Kontrolle. Wir sollten rausschauen. So. Mach dann, wo ist der Button, um das Rad zu sperren? Zeige ich dir gleich. Lass mich hier kurz auf den Taxiway drauf. Ich hoffe, das ist Alpha. Ich habe jetzt nämlich nicht geguckt. Aber es stehen auch keine Schilder da. Lustig. In echt stehen überall Schilder, welcher Taxiway was ist. So, also, ich zeige dir. Und zwar hier unten hast du den Tiller. Hier drückst du drauf, ist ach, inoperable. Hier drückst du drauf und dann lenkst du mit dem Rad hier. Oder kannst eigentlich immer mit dem Rad lenken. Aber wenn du hier drauf drückst, sind die Ruder entkoppelt. Dann kannst du das Ruder bewegen, ohne das Rad vorne zu bewegen. So, dann haben wir das gleiche. Ich mache auch den Flight Control Check auf der rechten Seite. Lass mir nur gucken, dass wir hier keinen Scheiß bauen wieder. Ja, wir rollen jetzt einfach mal schön langsam hier hin. Die Schuhe. Ja, das passt. So. Dann mache ich meinen Taxi-Flow. Das heißt, ich mache das Wetterradar an. Mache Multiscan auf Auto, was hier nicht funktioniert. Und Ground Proximity Warning System. Das hier auch nicht funktioniert. Pandemic, vielen lieben Dank für ein Check-in und herzlich willkommen bei uns an Bord. So, das funktioniert auch alles nicht, leider. Das funktioniert auch nicht. So. Auf Wetter und Turbulenzen eingestellt. Der hier bleibt auf Wind, Max, das ist auch falsch. Der bleibt normal auf Auto. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo wir jetzt hier hintexten. So, dann mache ich hier weiter. Check nochmal, ob ich hier alles richtig gesetzt habe. Check, ob der Transponder ist auf meiner Seite und auf Altitude Reporting. Gehe hier hoch, setze dann hier die Auto Brake. Schau, ob der Brake fährt, ob wir den brauchen oder nicht. So. So, normalerweise kommt dann die ICAM-Memo für den Takeoff. Der jetzt natürlich nicht da ist. Das funktioniert scheinbar nicht. Dann ruft hinten die Kabine an und sagt, ja, have it secured. Und drückt auf den Knopf. Dann können wir auf den Takeoff-Config-Button drücken. Und dann ist hier Takeoff No Blue. Ich habe aber keine Maske auf. Warum nicht? Du musst aber eine Maske aufsetzen, das weißt du doch. So, wir gehen jetzt schon mal hier auf den Tower. Hä? Wieso auf Boden? Ich habe mich doch extra auf Tower schon eingeloggt, oder? Okay. Wurscht. Brauchen wir eh nicht. So, hier drehen wir rein. Dann kommt die Before Takeoff Checklist, die ich jetzt natürlich auch nicht hier habe. Irgendwann kommt dann Takeoff No Blue und Down to Align, dann ist dann TCAS. Das muss auf Tara stehen, also TARA für Traffic Advisories und Resolution Advisories. Jetzt warten wir aber hier am Holding Point. Gucken, ob wir, wenn wir die Parking Brake setzen, dann den Tower kontaktieren können. Ich weiß nicht, ob das so ein Trigger ist, damit wir den kontaktieren können. Kein Plan. Gucken wir mal. So. Ah ja, schau her. So, und dann jetzt schauen wir, ob wir den Tara-Knopf noch drücken können. Tara ist eh schon. Dann bimmel ich hinten einmal durch, um Bescheid zu geben, wir sind jetzt im Takeoff. Schau, ob die Packs on sind in dem Fall und dann geht's los. Was hast du geschrieben? Boah, der Krieg, ich hasse nichts über 300 Stunden, mein Feind stürzt das Scheißspiel ab. Oh, das tut mir echt leid, das ist echt madig. Nach dem Tag muss ich los, hab um 13 Uhr Dienst, beginnt schon den Rest als Video an, falls es eins gibt. Na, gibt's mit Sicherheit. Die VODs lade ich allerdings aber heute direkt noch auf YouTube. Also müsst ihr dann bei YouTube gucken. Links siehst du auch, wenn du hier neben meiner Profilinfo guckst. Also hier. So, Starterlaubnis erteilt. Passt, perfekt. Nehmen wir. Dann geht's jetzt los, Leute.
So, Parking Brakes released. Dann, achso, was ich noch ganz vergessen habe. Eine Sache habe ich noch vergessen. Ist nämlich Kapitänssache, die Lichter weiter zu steuern. Und zwar, Taxi, das Taxi Light, Runway Light, und die können wir jetzt auch aktivieren, weil wir auf dem Runway drauf wollen. Also ich hoffe irgendwann mal. Irgendwie ist der sehr schwerfällig. 43% Rollen texten wir eigentlich nie normal sei. Normalerweise, selbst wenn du Standgas, also auf Idle bist, rollt der schon los, weil die Triebwerke doch sehr viel Schub liefern. Ich werde auch relativ früh mit dem Autopiloten fliegen. Ich sehe eine Sache auch noch komplett vergessen. Constrain, hier passt alles, Video Arsenal. So. Dann machen wir noch einen kurzen Groundcheck. Eine Sache habe ich auch noch vergessen. Wir checken auch noch die Sauerstoffmasken, ob die funktionieren. Das machen wir dann aber erst, wenn der erste Offizier dann wieder im Flugzeug ist, beziehungsweise derjenige, der Pilot Monitoring eben ist und das Flugzeug von außen gecheckt hat. So, auf der Bahn checken wir jetzt nochmal, machen einen kurzen Scan, gucken, ob alles passt. A-Thrust muss auch aktiviert sein, warum ist der deaktiviert? Normalerweise ist der immer aktiviert, es aktiviert sich automatisch normalerweise. Glare Sheet Scan passt, auf geht's. Hallo, da ist er noch, wer wach? Hi, Waldkauz, was geht bei dir? Du bist auch noch wach, ist doch gut so. So, Flight Directors sind on. Ne, das ist mir zu weit weg. So machen wir das. Ich würde sagen, Take Off. Wir gehen auf 50% und wenn Kapitän fliegt, schiebt er dann Vollgas rein, und wenn Erster Offizier fliegt, sagt er You have control, dann sagt er I have control, und dann geht's los. Und dann Take Off, dann gehst du auf nicht Man Toga, sondern Man Flex. Man Flex 64 SRS Runway A-Thrust Blue. So, während der Zeit hast du eigentlich, sieht man aber auch hier nicht. Aileron down. 100 Knots, checked. Dann nimmst du den Aileron wieder auf neutral. So, V1. Rotate. Und dann folgst du, ja, das ist halt echt sehr unsensibel, das Ganze. Folgst du dem Flight Director. Positive Climb, Gear Up. Gear Up, Nav. Oder Navigation, kannst beides sagen. Geht's in klein. Und das ist halt schon unrealistisch, dass die Speed so ansteigt. Das ist halt unrealistisch. Und plötzlich geht der Flight Director hoch. Der Flight Director ist in echt auch nicht grün, sondern magenta. So. So, ich hab Speed. So, Thrust Climb. Climb All Blue. Und dann steigen wir weiter. 019112 Tango, did you copy? Nee, negativ. So. Übergabe bestätigt. Das macht halt alles der zweite eigentlich. So, Einstellung München Center. So, ich gehe jetzt gerne mal hier Autopilot 1 aktivieren. So, dann muss ich schauen. Thrust Climb, Climb, Nav, Autopilot 1, das passt. Warum akzeleriert er nicht? Eigentlich müsste er akzelerieren. So. Dann machen wir das halt manuell. Beziehungsweise schauen wir uns an, was er tut. So, München Center kontaktieren. Ich sah schon mal, bedecken ja auch Mund und Nase, nehme ich doch einfach. Ja, eben. Top Sache. Okay, weiter zu Wegpunkt. Mike Sierra Oscar, wie geplant. Ja, dann machen wir das. Den ist er 13. Ja, passt. So. Nö, ja, das passt eigentlich. Gut. Normalerweise müsste ich das jetzt bestätigen, aber gut. Was macht er denn jetzt? Das ist echt spannend, was er da macht. Ich hab meinen Wegpunkt zum nächsten Vektor. Wer weiß, was der da macht. Delta Mike 5, das ist der hier. Voll. Das macht
einfach keinen Sinn, was ihr hier macht. Das ist so ein Sch. Das ist so ein Scheiß, das Ding. Sorry, das ist so ein Scheiß. Normalerweise hätte der da nie drehen dürfen. Jetzt müssen wir das halt manuell hinpushen. Das ist halt echt ein Scheiß. So, Speed. 200. Selected. Gut, er nimmt die Nase leicht runter, dann beschleunigen wir. Flaps Zero, Speed checked, Flaps Zero. So, wir bleiben auf, wir müssen auf Green Dot Speed, das heißt auch, wir gehen mal auf 220. Wir gucken, dass wir jetzt auf den Wegpunkt wieder hindrehen. Vector zum nächsten Mal, gucken, dass wir uns auf den nächsten hinkriegen. Zu welchen geht's jetzt? Halten Sie Kurs. Okay. Ja, wir bleiben jetzt einfach mal hier und gutes. So, was habt ihr geschrieben? Wir sind gerade in der Airwings Patrouille. Ja, genau, Whitecourt. Wir probieren einfach gerade mal so ein bisschen den 320 aus. So, während wir die Flaps auf Zero machen, stellen wir die Lichter auch aus und disarmen die Autobrake. So. So, welche Höhe haben wir denn schon? Wir sind 12.000 Fuß. Oh, da müssen die Scheinwerfer auch schon weg. So, dann können wir auf 250 auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt irgendein Altitude Constraint, weswegen wir hier nicht so schnell fliegen sollen. Ich bleibe auch mit der Speed nochmal unten, weil dann der Turn doch relativ knapp ist. Wahnsinn, wie der Autopilot fliegt. Das ist so katastrophal. Das ist so katastrophal, Leute. Andi, ich bin mal raus für heute. Guten Flug, einen schönen Reststream noch euch allen. Wir lesen es mal. Mach's gut, mein lieber Hunter. Mach's gut. Vierti. Wie später? Oh, Viertel vor fünf schon. Lenk oben. Na gut, dann turnen wir jetzt links. Steigen, halten Sie Flight Level 2 vor Zero. Dann machen wir das. Gut. Bestätigen wir. Schlaf gut, Hunter, gell, mein Lieber? So, nächster Wegpunkt. Munich Center, Aero 19112, Tangover, Bit Vector, Zoom, Manchester, Wickpunkt. Aero 19112, Tangover, Wickpunkt, DM046. Das hätte auch einfach nicht gut drin hier. Was ist das für ein Scheiß? Achso, doch, hier, Direct mit Delta Mike. Delta Mike. Sicher war das 046. Und dann können wir das Ganze endlich wieder im NAV-Mode abfliegen. So, NAV, das heißt hier Thrust Climb, Climb, NAV. Bitte bestätigen, ja, ja. Ist doch schon bestätigt, Leute. So, mal gucken, ob wir das jetzt zumindest richtig machen. So, und dann können wir gucken, ob hier alles passt. Das ist alles in Ordnung. Nose, das müsste eigentlich aus sein. So, wir erwarten jetzt mal keine Turbulenzen, deswegen, aber er steigt halt noch sehr steil, deswegen schneiden wir sie nicht an. Das ist krass, wie hoch, wie krass der steigt. Mal schauen, ob der World Speed Mode jetzt funktioniert. 1500, das reicht vollkommen aus. Macht er das? Ja! Speed, World Speed, 1500 plus. Gut, dann geht die Nase runter, dann können wir die Passagiere endlich nochmal abschneiden. So, und dann können wir hier auf eigentlich Manage Speed gehen, mal gucken, welches Speed er da beschleunigt. 320, das passt gut, sehr schön. So, ja dann, Speedbelts off. AP bleibt die ganze Zeit, ach verdammt, du hast recht. Auch Kapitänsjob, danke dir, danke dir, danke dir. Machst du natürlich nach dem Engine-Start, machst du direkt die APU aus. Aber das ist alles Kapitän-Stuff. Deswegen, ja. Sie haben recht, vielen lieben Dank. Sinan, du bist mein Kopi. Kopi. Du bist mein erster Offizier jetzt. Du bist Pilot Monitoring für mich. Gut.
Soweit. Alles im grünen Bereich. Chucks, vielen Dank für den Check-in und herzlich willkommen bei uns an Bord. Schnapp dir einen Sitzplatz. Weg der zum nächsten. Den schaffen wir uns auch nicht. Direct odds. So, deswegen hätten wir so langsam sein sollen. Gut, Direct Odds. Der ist 13 Meilen entfernt. Dann können wir jetzt hier zack, das Landing System ausschalten und die Aeroports anzeigen lassen uns und hier dann mit der Reichweite hochgehen. Gut. Soweit. So gut. Weiter. Gut. Das passt alles, das passt alles. Ja, wunderbar. Wir steigen auf Flight Level 240. Hier müssen wir auf Standard gehen. Bei 10.000 Fuß. Level 100. Servus, bin gerade noch voll im Schlafen gehen. Über den Stream gestolpert und musst du noch einen Follow lassen. Jax, das ist aber lieb von dir. Das heißt, du gehst jetzt ins Bett, verlässt uns jetzt. Jetzt, wo wir gerade gestartet sind, Richtung Wien. Das kannst du doch nicht tun. Und 1860, lass raten, du bist Münchner. Ach, wo ihr gerade da seid, machen wir doch währenddessen eine kleine Verlosung. Geht um 1000 Panteras. Und ich mach's selber mit. Wer mitmachen möchte, einmal Join eingeben. Mit Ausrufezeichen. Also eigentlich bist du, ach so. 1860 Jahre alt, dachte ich mir fast. Ja, nee, ist klar, weißt. 2000, dann können wir das auch erreichen. Nice, ich bin gespannt, wer es gewinnt. Ich werde gewinnen. Na gut, haben eh nur drei Leute mitgemacht. Und Sinan hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch für 1000 Panteras. Ja gut, so, also. Die warum schießt denn der da jetzt so hoch? Das ist doch nicht gewollt so. Was soll der? Warum wechselt der in den Mode? Das ist... Macht er nicht in echt. Das ist unlogisch. Speed, Word Speed. 2000 Blue. Flight Level 240 Blue. Correct. So, gut. Ja, soweit sind wir eigentlich ganz gut gesetzt. Wir könnten eigentlich mal ein bisschen noch beschleunigen, damit wir hier nicht nach 3 Stunden hängen. Vielleicht jetzt mal gucken, wie das hier abläuft. Ob hier die Overspeed-Anzeige reinkommt oder nicht, das verrät hier das Licht. So, aber dann können wir jetzt mal rausgucken. Die Aussicht von außen noch gar nicht angeguckt. Ja, hier seht ihr schon die Alpen. Da werden wir jetzt dann irgendwann mal drüber hopsen. Beziehungsweise, nee, werden wir gar nicht. Wir fliegen ja gar nicht in die Richtung. Nee, passt. Disregard my last message. Das schaut schon sehr geil aus, oder? Get A5. Na, auch nicht schlecht. Der Boeing Tom, Krea Hercules, Swedish Panda. Jay Lucky, Jochum, 8-Bit und Inmatec. Wie spricht man das 2K aus? Inmate 2K. Ich hab mir gerade überlegt, wie man die 2 auch irgendwie wie ein A oder ein I ausspricht. Das sieht halt schon sehr geil aus hier, oder? Das hat schon seinen Reiz. Komm, da machen wir jetzt mal einen schönen Screenshot. Zack. Ray-Ban, UPS werden alles gesponsert. Spannend. Auch so, ohne dass jemand drauf ist.
Einmal so. Achso, warte mal, die Flugsegel geht nochmal zu. Und das machen wir auch zu. Warten wir noch, bis hier der Ding weg ist. Ah, jetzt kommen langsam die Kondensstreifen. So. Screenshot. Nice. Nice, würde ich sagen, oder? Passt doch. Gibt schlimmere Ausblicke, finde ich. Ah, ein bisschen tiefer setzen. Schön im Abgasstrahl rein. Zack. Ha. Gut. Ja, schaut echt super aus, oder? Kann man da irgendwie noch rumswitchen? Nee. Hat doch hier. Das hat auch was. Ja, aber geil. Ich wusste gar nicht, dass man doch in die Kabine rein kann. Sehr nice. Kann mir jemand sagen, mit A, achso, mit Y geht's dann. Nee. Ah, nice. So, genug gespielt. Sagen wir, gucken jetzt mal. Und zwar, was der für ein Schmarrn jetzt hier wieder produziert, weil ich weiß genau, es passiert auch irgendwas anderes. Mal gucken, wo hier die Festung von Salzburg ist. Pandemiekrieg, hast du auch andere Funktionatoren? Ja, ein FSX habe ich. Mit FS Labs 320, der ist halt schon sehr geil. Aber ich habe auf dem Rechner den jetzt nicht installiert. Ehrlich gesagt, habe ich schnisch gemacht. Gucken wir mal raus, wie hier. Wie lang ist denn der? Das geht eigentlich, ja. Müssen wir mal kurz was hier einstellen. Beziehungsweise mal weise etwas kurz crosschecken. Ja, ja. Ich würde dich gerne verschieben. Sorry, Leute, ich würde das Fenster gerne verschieben. Also, da seht ihr übrigens CPU-Auslastung, GPU-Auslastung und solche Späße. CPU 95 Grad. Ja. Ich glaube, da liegt eventuell ein Kühlerproblem vor, weil es immer bei 95 Grad ist. Das ist eine falsche Frequenz. 1244 gibt es nicht. Soweit ich weiß, ich war noch nie auf 1244. Ja, weiter nach Kirli. Mal gucken. Wieder dann, dass wir direkt nach Kirli. Wir sind doch gerade über Kirli drüber. Macht doch keinen Sinn. Approaching Kirli, mehr oder weniger. So, Speed. Ja, da kommen wir ein bisschen schneller noch. Da können wir noch ein bisschen beschleunigen. In echt darf man nicht so viel abweichen, wie wir es gerade tun, als es geplant ist. Aber wir machen das jetzt einfach. Boah, ich habe eine Muskelklappe mit meinem linken Schulterflügel. Wildkauz Wassermarsch, vielen Dank. Das lassen wir doch nicht lachen. In meinem Glas noch was. Das will ich zweimal sagen. Ah, danke dir. Und lieber Kio 183, vielen lieben Dank, dass du meinen YouTube-Channel abonniert hast. Danke dir. Total nett. Max auch! Ja, dann. Gönn dir. Achso, ich wollte auf dem anderen Notebook nachgucken, wie viele Stunden ich auf der 737 geflogen bin. Eine Sekunde. Locken. Und zwar, nee, ich will Reports. Und zwar Stunden bei Modell. Ich hätte eigentlich auch Manufacturer nehmen können. Jetzt wieder nach Munich Center, das macht einfach keinen Sinn. Das ist Bullshit.
Das ist Bullshit. Airbus Beechcraft Diamond, warum ist die Boeing hier nicht drin? Ah, der nimmt keine Simulatorstunden hier mit rein. Achso, und der Aircraft. Die müssen auf Simulator gehen. Jö, scheiße, im Sinne. Aircraft. Aircraft. Hier ist ein Schnau. Lifetime. Man macht Lifetime. Bei bei Modern, oder? Ja, man bleibt dann bei Modern. Und dann haben wir. Verdammt, da ist sie auch nicht mit drin. Was macht denn der für einen Schmarrn? Also wirklich, was macht denn der für einen Schmarrn? Der macht gerade doch, was er will, oder? Ja, das ist genau das, was ich sag. Pandemik. Ah, vielen Dank. Mach ich doch direkt. Das ist so ein Scheiß, das Ding. Tut mir leid, dass ich das so sag, aber. Bring sie nach links, Kurs 110. Ja, das machen wir. So. Links. Drehst du jetzt bitte nach links? So. Speed all cruise heading. Ja, weiß ich, mach ich doch. Das, die Kiste ist so ein Schmarrn. Bis bei 200 Stunden beim A320 FSX FSX. Nice. Schon 8 Stunden on. Ja. Wir haben viel GTA heute gemacht. Wir haben echt viel GTA heute gemacht. Ich check's gerade nicht. Der hat irgendwie meine Boeing-Stunden hier nicht mit drinnen. Moment. Dann muss ich vielleicht auf Simulator gehen. Das Problem ist, das Programm ist so umfangreich. So, Universal Form bei Model. So. Was ist das? Ach, da ist es. 41 Stunden habe ich auf der Boeing 737-8 und auf der DA-42 habe ich 62 Stunden insgesamt mitgeflogen. Mit Simulator. So, Kurs 110. Das Problem ist nämlich, du darfst mich auch nicht mehr als 180 Grad über deinen aktuellen Kurs drehen, weil sonst dreht er automatisch wieder zurück. Totaler Schmarrn. Das ist totaler Schmarrn. Und warum er hier nicht mit 30 Grad dreht, weil eigentlich müsste er mit 30 Grad drehen und nicht mit 20 Grad. Das ist auch ein Schmarrn. Es, also, welche CPU und GPU hast du in deinem anderen Laptop? In dem habe ich... stimmt, du hast recht, hab ich das habe ich gar nicht mit drinnen stehen. Oder? Habe ich nicht, gell? Hier ist ein i7. Moment, das kann ich dir gleich sagen. Ein i7 4710HQ mit 16 mit 16 GB Arbeitsspeicher und einer Nvidia GTX 870 und SSD und was weiß ich, was das alles mit drin ist. Den habe ich schon sehr lange, ich habe schon 7 Jahre lang das Notebook, aber es ist halt echt noch wie neu. Ich schone meine ganze Hardware und alles komplett so, dass es selbst nach vielen Jahren noch wie neu ist. Das mache ich immer schon so. Ich glaube, das ist ein ganz guter Herangehensweise. So, Kurs 110. Wenn das irgendwann mal geschafft hat. Oh, da können wir bestimmt einen geilen Screenshot machen, Leute. Weg hier. Ja, falsch. Sehr geil.
Da hinten haben wir so ein bisschen Wetter stehen. Was ist das denn hier eigentlich für eine Stadt? Ist das Imst? Ich weiß es gar nicht. Das könnte Imst sein, oder? Mal gucken, ob wir hier was sehen. Ja, zum Streamen reicht's locker. Also was ist locker? Es reicht. Es ist echt okay. Sagen wir so. Jetzt komm, gib mir halt eine Direct-Tour und dann kann ich hier die Strecke gerade ausfliegen, würde er wohl können, der Autopilot. Wie gesagt, ich bin mega, mega enttäuscht von diesen ganzen Automationen, die funktionieren. Meet at the center, Aero 19112, Tankover with Vector, Zoom, Inch, and Quickpunk. Ist doch ein Vierkerner, oder? Ja. Ich glaub schon, ja. Links, 040, was macht dann das für einen Sinn, bitte? Warte mal, das ist eine gute Frage, schau ich direkt mal nach. Ah, Leistung. Nee, der. Doch, vier Kerne hat er. Vier Kerne und 8 Threads. Ja, ja, mach ich doch. Nein, ja, passt. Wassermarsch! Kommt sofort. Grüß dich denn. Ja, mach ich doch. Mein alter Laptop hat ein i5. 7300 und ein. Ja, das reicht ja auch easy. 1050 Ti. Es kann gut sein, dass ich meinen Gaming-Laptop mal einschicken muss. Weil es wieder auf München sendet. Das ist ein Bullshit. Das ist ein Bullshit. Ja, doch, zum Zocken ist es doch aber auch okay, oder? Also jetzt im Stream kann ich euch sagen, die GPU ist mit 87% ausgelastet, weil ich über die GPU streame. Ich bin auf dem Kurs 040. Weil ich glaube ein Hitzeproblem habe, weil der ab und zu mal aussteigt. Deswegen habe ich mir auch gerade dieses Dragon Center hier geöffnet. Weil die CPU ist immer auf 95 Grad. Was soll der Scheiß jetzt? Wieder auf Wien Center. Es geht, kann halt nicht mehr alles verzocken. Ja, das ist, ja. Ich würde noch warten, wenn du dir was Neues kaufen möchtest, würde ich noch warten, bis die neuen Grafikkarten raus sind. Ich glaube, da werden die alten auch wieder günstiger. Dann kannst du günstiger aufrüsten. 3080, 3090 kommt der in 2 Wochen raus. Bin gespannt, wann sie lieferbar sein wird, keine Ahnung. Negative. Ich habe ja schon einen neuen vor ein paar Tagen gekommen. Achso, ja, stimmt. Ach, hast du ja erzählt, ja. Was hat der nochmal für eine Hardware? Was war da nochmal drin? So, Vienna, Äthiopien. Ach, die Äthiopianer. Das bin ich mal gespannt, wann wir jetzt endlich rüber dürfen. Los, lass mich rüber. Wieso nach links? Ich bin noch da. Ich kann noch weiter drehen, check das nicht. Ach genau, das war der. Ja. Ja, mit dem kannst du auch gut was anfangen. €50 ist echt nicht so teuer. Ganz im Gegenteil, ist echt gut. Nice. So.
Also vielen Dank nochmal, Sio, für dein Abo auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe gerade nochmal die Nachricht bekommen. Alle VODs und alle Videos, die ich so mache, schmeiße ich von Twitch runter und lade ich dann bei YouTube hoch. Hat den Grund einfach, dass ich keine Strikes bei Twitch riskieren möchte und deswegen... Ja, Gronkh hat scheinbar heute, beziehungsweise gestern, wenn man auf den Tag schaut, einen Strike wegen Nacktheit bekommen, weil er eine Werbung abgespielt hat, wo scheinbar ein nackter Männerarsch zu sehen gewesen ist. Oh, das ist echt ärgerlich, wenn man wegen so etwas einen Strike bekommt. Und das Problem ist, du kannst ja bei Twitch nichts erlauben, weil wenn du bei Twitch einen Strike bekommst, dann... Ich glaube, ich hast du nur noch einen Freifahrtschein und dann wirst du gebannt. Und bei Twitch ist das Problem, wenn du bei Twitch gebannt wirst, dann wirst du auf Lebenszeit gebannt. Und das Problem ist, du kannst nicht sagen, okay, ich mache einfach einen neuen Account. Das geht bei Twitch nicht. Bei Twitch wirst du als Person gebannt und nicht nur dein Account. Und das ist das große Problem. Bei YouTube, wenn du da gebannt bist, wird halt dein Account gebannt. Du kannst einen neuen machen und fertig. Bei Twitch geht das nicht. Da bist du dann auf Lebenszeit erstmal... weg vom Fleck. Ja. Das Fertig-PC von Acer, also wenn es was ist, einfach hinschicken. Habe geschaut, wie viele, wenn man ihn selbst beantwortet, ja, waren so 800 bis 900 Euro. Ja, du hast einen PC bekommen, oder? Kein Laptop. Weil PCs sind prinzipiell ja von der Hardware ein bisschen preiswerter. Ja gut, lass uns jetzt halt bitte endlich wieder auf Kurs gehen. Nimm du, na endlich. Sehr schön. Sehr schön. Nur gucken, dass der das auch richtig macht. So, direkt nimm du. Nuff Old Cruz. So, mal gucken, wie weit ist es denn noch? Das sind 160. Oh ja, da schon noch einiges an Strecke. Gucken wir, dass wir echt Top Speed fliegen. Es ist ja ruhig, es ist nicht turbulent, deswegen können wir die Speed ein bisschen erhöhen. Test-Driver fährt da drüben. Niederlapprett. Okay. Ja, ein PC ist, finde ich, viel besser. Ja, es hat schon große Vorteile. Ich hätte ich auch gemacht, wenn ich nicht... warum geht der nicht auf? Was soll der Scheiß? Nimm du. Normalerweise müsste er automatisch in den Nav-Mode gehen. Ist auch wieder falsch. Vor allem war Nav gestanden. So, nimm du. Der reicht jetzt erstmal für die nächsten Jahre. Ja, auf jeden Fall. Ist eh eine gute Grafikkarte, mehr brauchst du auch gar nicht. Ich habe bei mir nur geguckt, bei Notebooks ist es ja so, dass die Technik einfach nicht nachrüstbar ist. Deswegen habe ich gleich geguckt, dass ich dann eine höhere habe. Ich sage jetzt gute Nacht, alle, mir fallen langsam die Augen zu. Noch viel Spaß, danke lieber Waldkauz, dass du mit am Start warst und ich hoffe, ja, das nächste Mal wieder, vielleicht ein bisschen früher, würde mich mega freuen, wenn wir Runde wieder fliegen gehen können. Ich folge dir auch mal, YouTube, werde aber, glaube ich, nicht angezeigt. Ja, dann dir auch, lieber Max, für deinen Follow. Danke dir. Sehr nett. Ja, und auch an alle anderen, die zuschauen. Ich streame fast jeden Tag, jeden Abend. Meistens GTA Roleplay zuerst und dann Flight Simulator. Wenn ihr Bock habt, dann gerne einen Follow da lassen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und der macht schon wieder irgendeinen Käse. Was macht denn der? Was macht denn der Vollidiot?
Hä? Wo ist denn Nindu? Ist sie wieder hinter uns? Ist halt überhaupt nicht in der 60. Sorry. Aber er kann halt echt nichts. Tut mir leid, ich wäre eigentlich schon längst in Wien. So, dann direkt Limra. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Direkt Limra. Sind wir wahrscheinlich auch zu schnell. So, dann gehe ich jetzt aber mal auf NAV wieder. Die Kurve lassen wir ihn jetzt so langsam abfliegen. Der macht echt, was er will. Das ist so ein Mist. Kannst du meinen YouTube mal Link mal schicken? Natürlich. Lass mal PC einfach mal rein, dann geht das schon. Hol dir ein Kühlbrett. Max, der Laptop ist 2 Monate alt. Ich glaube, den muss ich noch nicht reinigen. Noch nicht mal 1,5 Monate alt. Und ich habe unter meinem Notebook einen Kühler. Ich habe mit MSI schon telefoniert, dass ja, wie soll ich sagen? Die sagen, ich soll ihn einschicken. Von daher. Direkt Limra, dann können wir hier mal aufräumen. Die DDM, die kann man rauslöschen. Geht natürlich nicht. Sehr schön. Boah, die ist so langsam. Warum ist denn das so langsam hier? So, ich bin gespannt, ob er jetzt wirklich tatsächlich direkt Limra fliegt oder nicht. Weil er ist im NAV-Mode. Bin sehr gespannt. Wird dein CPU aussehen? Ja, 95 Grad. Kann ich dir zeigen. Du läufst eigentlich immer 95 Grad, wie du hier sehen kannst. Guck. Hier, schau. Also immer zu warm, meiner Meinung nach. So, direkt Limra. Also dann ging es schon nach 4 Minuten los mit über 90 Grad. Ja. Ich glaube, bei mir dauert es nicht so lang. So, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir ziehen jetzt die Speed mal runter, damit er den nächsten Turn richtig macht. Was haben wir da 220 gehabt? Ich frag mal Vectors und wir gleich zum nächsten Punkt. Be in the center, Aero 19112 Tango, or bit Vector, zoom interest in Wickhunt. Aero 19112 Tango, Whiter Zia Wickhunt, Slim Redran, SI Enoch UND, Whiter Rich Tune 060. Whiter Zia Wickhunt, Slim Redran, SI Enoch UND, Whiter Rich Tune 060, Aero 19112 Tango. Soll das ein Intercept sein oder was macht der? Was tut der? War das ein Intercept, okay? Da geht sogar nicht viel, sondern. Nicht vier. Sondern 4 Monate, dass er dann. Achso. Ja, gut, nach 4 Monaten. Kannst die CPU unter. Du, ich gebe keine 3600 Euro aus für das Notebook, dass ich dann an der CPU rumschrauben muss. Das macht keinen Sinn. Das, für das Geld muss das funktionieren. Und mir ist da alles wurscht. Dann sollen die das, dann sollen die da neue Wärmeleitpaste drauf machen oder sonst irgendwas. Mir völlig wurscht. Die sind dafür zuständig, dass das Notebook richtig läuft.
Ja, jetzt bin ich gespannt, ob der da den Intercept richtig macht oder was der da. Via the center, Arrow 19112 Tango, Orbit Vector, Resume Interest in Waypunkt. Arrow 19112 Tango, Waiter Zia Waypunkt, Gun Leader in SI Enoch UND, Waiter Richtung 060. So, er turnt. Das heißt, ab jetzt können wir es so lassen, wie wir wollen. Und sobald wir geradeaus sind, geben wir Gas. Und gucken, dass wir die Kiste endlich mal heimbringen. Hat mein GPU mal zerschossen und haben ihn eingeschickt. Und die haben mir alles getauscht, weil die Luft auch kaputt war. Das ist schon mal gut. Danke dir, Max. Das freut mich. Ja, aber das ist ja dann auch nicht die Regel, oder? Das war halt Zufall. So. Jetzt gehen wir aber Stoff. Ich komme gleich auf die Baller-Transition. Wir können ja mal eine niedrigere Höhe anfangen. Beziehungsweise unsere Ground Speed ist ganz gut hier oben eigentlich. Old Cruise. So, jetzt hat er den Intercept zumindest gemacht, wie ihr hier sehen könnt. Wo man allerdings Old Cruise Mode gerade ausgerufen hat, weiß ich auch nicht. Naja, wir machen jetzt mal eine Preparation. Wir können mal gucken, ob wir die 80s reinkriegen. Shit, kann ich hier gar nicht die 80s von Wien aufrufen. Naja gut, ich gebe jetzt einfach mal die Daten ein, wie wir sie hier haben. Ah, super. Okay, wir machen jetzt einfach mal die Preparation Flight Plan, dann Radner. Arrow 19112 Tango descend and maintain 17,000 feet. Das ist unlogisch. 17,000 feet gibt's immer noch, es gibt Level 170. Wenn man Descent Mode, mal gucken, wie das macht. So. Thrust Idle Descent All Blue Flight Level 170 Blue. Und das machen wir nicht, weil das ist ein Open Climb. Open Descent, das machen wir nicht. Wir gehen hier auf minus 1000 in World Speed Mode. So, Speed World Speed minus 1000 und Flight Level 170 Blue. Ja, wir machen jetzt auf jeden Fall mal die Approach Preparation. Also muss auch nichts sein, haben wir das MSC Afterburner betakten wollen. Und sie haben das Ganze mehr mit getauscht. Ja, das ist doch nicht schlecht. Glück gehabt. So, Radnaus, ne, setzen wir Fox Mike Delta rein. Das kennt aber, glaube ich, nicht. Dann war es 114,4, glaube ich. 114,4 oder 114,1. Ah, ich weiß es nicht. Ja, gut. Muss man auch nachlesen. Das ist eine direkte Anweisung. So, dann setzen wir uns das hier das Druck. BRK. Kennt ihr wahrscheinlich auch nicht. Da weiß ich die Frequenz gar nicht. Dann Progress Space. Normal setzt du hier das rein. GPS ist Primary. Und Predictive Performance Daten müssen wir reinsetzen. Hat wieder 121 oder sowas. Temperatur, keine Ahnung, ich krieg keine 80s rein, 20 Grad. Wobei so viel wird nicht gewesen sein, 15. Wind 271 mit, keine Ahnung, 16 Knoten oder sowas. So, 800 Fuß. Speed Approach, okay, relativ schwer. Thrust Weight 65 Tonnen. Ich glaube, da sind wir eh über einem Maximum Landing Weight, oder? Je nachdem, was das für ein Flieger ist. 66 Tonnen, manche. Keine Ahnung. Gute Frage. So, wir haben hier jetzt eingestellt 80 Meilen. Das heißt, bis hierhin sind es 80. Nee, 20, 40, 60, 80. Das heißt, 60, 70. 80 Meilen haben wir noch. 80 Meilen mal 3 sind 24, das heißt, wir sind eh schon viel zu niedrig. Also viel zu niedrig, aber wir sind unter dem Profil.
So, hier geben wir 5000 für den Go-Around out. Geht halt wieder nicht. Fuel zeigt auch keinen an, wie lange er hält. Secondary Stripe, den können wir nicht kopieren. So. Gut, wir nehmen Auto-Break Low. Hat er das gemacht? Ja. Wir nehmen auf der 2-9er keine Flaps 3-Landung, sondern Flaps Full-Landung. Dann machen wir gleich ein Approach-Briefing. Ich habe zwar keine Charts da, aber erstmal noch ein Foto, würde ich sagen. Maintain present heading and altitude. Expect ILS runway 29er approach via valid transition. Clear to valid Aero 19112 Tango. So. Corn and 5999er to SIE Vivendon Sitch 20,000 feet Murray Rose of Wiesen and AG. Descend and maintain 10,000 feet. Nice, oder? Gutes Bild. So. Gut, also wir machen jetzt das Approach Briefing. Wir beginnen den Approach Runway 29er in Wien via Ballard for November Transition. Approach beginnt in gerade hat er vorhin gesagt, ich soll die Höhe halten. Jetzt soll ich Okay, das ist der auf QFE. Lol. Okay. Wo sind wir denn? Aero 19112 Tango descend and maintain 7000 feet. Descend and maintain 7000 feet Aero 19112 Tango. Speed Oil Star 7000 Blue. Aero 19112 Tango descend and maintain 6000 feet. Descend and maintain 6000 feet Aero 19112 Tango. Was idle open descent, aber er tut natürlich was. Ich könnte echt kotzen. Das ist eine Kiste. Kannst du vielleicht mal einen Apex-Stream machen? Also ich, leider nicht, weil ich kein Apex spiele. So, Thrust Idle Vertical Speed. Jetzt macht das in Vertical Speed Mode. Gut. So. Gut, 16. Gut, dann gehen wir mit der Speed runter. Auf 250. Du sagst doch, Gronk ist gebannt. Nein, Gronk ist nicht gebannt. Gronk hat eine Verwarnung bekommen, einen Strike. Gebannt ist er nicht. Dr. Irgendwas ist gebannt. Dr. Disrespect wurde gebannt, aber Gronk wurde nicht gebannt. Nee, das wär ja katastrophal für die komplette Community. So, wo waren wir? Approach Briefing. Approach beginnt in, ich glaube, auf die 29er in 5000 Fuß. In 3000 Fuß bei 7,4 Meilen Fox Mike Delta. Wenn es nichts wird, geradeaus. 9,8 Meilen, da geht es rechts um nach Fox Mike Delta. Steigen wir 5000 Fuß, gehen wir ins Holding. Ansonsten geht es runter im 3 Grad Glide bei 7,4 Meilen aufs Minimum von 800 Fuß. Das habe ich hier gesetzt. Wir machen hier, das habe ich so im Flightplan eingegeben, beziehungsweise muss ich da nochmal nachgucken, ob da der Airport-Button funktioniert schon mal nicht. So, genau, bei 6000 Fuß hier Deceleration, da gucken wir uns Light, jetzt schauen wir mal, was er macht. Die Anzeigen sind sowieso alle komplett falsch.
Die Waypoints stimmen zwar vom Namen her, aber der Rest ist komplett falsch. Dann geht's weiter. Ratnavs ist Fox Mike Delta. GPS Predictive. Performance Page habe ich gesetzt. Wir müssen auch noch auf 1021. So. Ja gut, lass mich halt mal mein Briefing machen, du Zitigatscher. Eine falsche Frequenz gibt's gar nicht. Mean approach arrow 19112 Tango is at 11,900 feet, descending 6,000 feet. Mean approach arrow 19112 Tango is out of 11,700 feet or 6,000 feet. Weiter zu Waypoint, wie geplant, wie immer so. Ey, das kann hier gar keine abhören, oder? Naja, gut. So, wo waren wir? Ja, Sprit höchstwahrscheinlich ausreichend, mit Sicherheit ausreichend. Secondary Flypin habe ich simuliert kopiert, ansonsten nutze ich Autobreak Low. Sprit haben wir genug und der Sprit ist gleichmäßig verteilt. Ich nutze Eighth Thrust, Idle Reverse und Flaps Full. Ansonsten Threads, jetzt müssen wir kurz mal gucken, wir sind unter 10.000, das heißt Landescheinwerfer kommen jetzt wieder an. Wir müssen eigentlich ein bisschen abbremsen noch, weil und die 250 Knoten erreichen eigentlich bei 10.000. Also tanze den 7 Taiwan. Oh je, kannst du mal auf Videos reagieren? Kann ich schon machen, ja. Theoretisch schon. Muss man nur sagen, wann und welch. Na, theoretisch kann ich sowas schon machen. Aber ich weiß nicht, ob da viele Leute sind, die sowas gerne sehen möchten. Jo, danke dir. Da trinkt man doch gleich ein Schlückchen. So, 250 Knoten haben wir erreicht. So, jetzt können wir auch, wir sind eh zu tief fürs Papier. Können wir einfach mal einen Direct bekommen, aber wahrscheinlich nicht. Das ist blöd, dass wir hier nicht auswählen können, welchen Direct ich gerne hätte. Naja, wurscht, fliegen wir das halt so ab. So, Approach Briefing soweit completed, unter 10.000 Fuß, Approach Checklist. Ja, Approach-Checklist simuliert, haben wir das gemacht. Approach-Phase muss ich normalerweise aktivieren, aber hat er jetzt selber schon gemacht. Wobei, wir sind über den Fix geflogen. Ja, eine Aethys wäre halt echt gut. Aber ich habe eine Meta da. Das kann ich ja machen. 2.10 mit 3 Knoten. Und da haben wir 1020. 2.10 mit 3 Knoten. Hätten wir auch einen anderen Anflug wählen können. Temperatur 14 Grad bei 1020. Passt. Ja, Mr. Putsch, steigen wir 5 da. Ach, das kann ich ja nicht eingeben. Gut. Gut. Naja, sind wir nicht anders gewohnt hier. Gut, ansonsten, hier ist der Neusiedler See, Leute, schaut sich das mal an, das ist der berühmt-berüchtigte, also berüchtigt nicht, aber das ist der berühmte Neusiedler See. So. So, gucken wir, was wir hier. Okay. Chaka. So, da hinten ist der Airport.
Nice. Sehr geiles Bild. Gut, dann reduziere ich mein Speed ein bisschen. Speed Alt. Jetzt sind wir auf 6000 Fuß. Distanzanzeige haben wir nicht. Den Approach zeigt er mir auch nicht an. Warum zeigt er mir den Approach nicht an? Hier ist alles mit drinnen. Alles auf die 29er. Ne, zeigt er mir nicht an. Warum auch immer. Kein Plan. Auch immer der jetzt schon wieder hinturnen will. Whisky, Whisky, Niner, 5, 4. Willst du mit einer DSLR streamen, wenn du schon eine hast? Ich habe eine, aber habe ich nicht gemacht. Die ist mir zu fett auf dem Notebook. Und ich habe mir extra die Logitech C922 gekauft. Deswegen streame ich mit der Webcam. Und die ist meiner Meinung nach so gut, dass du kleinste Partikel hier siehst, was man gar nicht so genau sehen will. Ja, ich weiß auch nicht, warum der hat den IDS Approach hier nicht geahmt. Ich weiß auch nicht, wieso. Also normalerweise steht hier der IDS Approach mit drinnen. Achso. Warum turnt er jetzt nach rechts? So, jetzt haben wir mit drin. Ja, das war mein Fehler. Und jetzt haben wir auch das Oscar Echo X-Ray ILS hier mit drin. Und jetzt muss er eigentlich nach links turnen. Was macht der denn? Der verhunzt jetzt den ganzen Approach wieder. Schön scheiße. Ballert raus. Also Budapest Center, seid ihr jetzt ganz bescheuert. Das macht überhaupt keinen Sinn. Hier ist die Nanofalk-Screen. Ja. Budapest Center, Aero 19112 Tango, 6000 feet. Aero 19112 Tango, Budapest Center, continue the awakepunk WW953 as planned. Altimeter tree 0.19er. Good. Aero 19112 Tango, contact me. Approach 130.075 Aero 19112 Tango. Das ist ein Schmarrn hoch 10. So, aber jetzt geht's gleich in die Landung. Leute, es geht gleich in die Landung. Wien Approach, Aero 19112 Tango. Auf geht's. Altimeter 3 0.19er.
So, 952. Ist gesehen, 952. So. So, das Problem ist, ich würde. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie mache ich denn das am geschicktesten? Whisky, Niner, 5-1 drunter setzen. Und dann müsste er eigentlich direkt. Warum hat denn der den Baroque noch drinnen? Den Gambi, den brauchen wir auch nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was der für ein Scheiß hier verzappt. So, hier haben wir jetzt langsam die richtigen Wegpunkte drin. Ich mache jetzt direkt da drauf und fertig. Das ist jetzt echt zu doof. Dann bleiben wir jetzt aber noch auf Heading. Und turnen noch ein bisschen rüber, damit wir direkt über den überfliegen. Danke dir. Oder Bürn. Was ist Bürn? Brünn, meinst du? Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst. So, 20 Meilen. Approach beginnt in 6000 Fuß hier jetzt momentan oder wie? Was macht der? Bis morgen oder übermorgen? Ach so. Ja, willst jetzt die Landung nicht mit angucken. Die letzten 4 Minuten. Na gut, deine Entscheidung. Da vorne ist der Airport. Runway inside. Gut. Okay, warte hier noch ab. So, jetzt da. Mal gucken, ob er das richtig macht im Heading. So, ab hier müssen wir den Descent starten. Spätestens. Meilen, ja gut, dann reduzieren wir schon mal. 200, Flaps 1, Speed checked. Flaps 1. Und dann gehen wir mit der Speed auf 180 runter. So, dann können wir noch schauen, ob wir noch ein schönes Foto hinkriegen. Ja gut, das geht jetzt natürlich erstmal vor. Auch unrealistisch. Das ist unrealistisch. So, aber wenn wir jetzt schon hier sind, dann können wir mal hier direkt mal. Screenshot. So. Da kommt jetzt das Haltstopp. Was machst du schon wieder, du Vollidiot?
Gut. Mach ich, bin ich. So, Terrain machen wir aus. So, Localizer. Katri Dingel, Auto by 1 plus 2. Auch eine falsche Frequenz, die gibt's auch nicht. So, geht clear Zimmer. Oh, fuck. So, einen Anflug habe ich komplett schon vermasselt. Eigentlich müsste ich jetzt durchstarten, weil er mich nicht runtergelassen hat. So, Flaps 2, Speedcheck, Flaps 2. Gear down. So. Need one sexy. Speedcheck, Flaps. Also check Flaps 3, Speedcheck Flaps 3, Flaps voll, Speedcheck Flaps voll. So, 155, schauen wir, was der DB Approach sagt, 150 passt. Gut, nur weil ich jetzt wieder Fotos machen müsste. Eieiei, voll Anflug versaut. Ja, normalerweise wäre es komplett direkt ein Go-Round gewesen. Also, er hat auch den Gleitstopp irgendwie nicht wirklich mit drinnen. Aber ich mache jetzt weiter noch ein Foto. Also Leute, nehmt das bitte nicht als Referenz, weil das war absolut gar nichts. Aber das ganze Flug war eh schon vermattet. Das scheiß Landing System kann man echt komplett vergessen. So. Landen wir den Flieger jetzt mal, Leute. Gut, Autopilot off. Maus weg. Nicht die OpX-Version, nein. Die muss ich mir erst noch holen. Das Problem ist momentan, so, Reverse weg. Ja, mache ich schon. Doch, passt. 1-2-1-7-7-5 ist die einzige richtige Frequenz hier. 0. 1-2-1-6 ist auch richtig und die anderen sind auch wieder falsch. Ja, ich roll jetzt erstmal hier kurz ab. Dann bin ich hier mal kurz her. Dann der After Landing Flow ist also Chuck, Moment. Chuck, dann Chuck,
Chuck, Tara aus und dann die Stoppuhr drücken. So. Afterlane Checklist und dann sagt hier Rollen zum Gate anfordern. Mean Ground Aero 19112 Tango Taxi to the gate. Ja, zu welchem? Aero 19112 Tango Taxi to Gate 8 using Taxiway. Ach. Alpha Bravo Charlie. Alpha Bravo Charlie gibt's gar nicht. Okay. Taxiing to Gate 8 using Taxiway Alpha Bravo Charlie Aero 19112 Tango. Okay, nice, machen wir das halt. Lol. Mach's gut, Max. Alles Gute dir. Arrivederci. Ja, dann können wir hier schon mal das Ganze beenden. Zack, zack, zack. Ganzen Spaß beenden. Ich habe keine Ahnung, wo das Gate 8 hier sein soll, weil Gate 8 gibt es hier nicht. Es gibt einen Foxtrot 08, aber Gate 8 gibt es nicht. Wir schauen einfach, wo eine Bodenprüfung dran steht, dann nehmen wir das einfach, oder? Macht das Sinn, oder? Da das jetzt hier Lever, Climb, MCT und sowas steht, das ist auch unrealistisch. Und das Lampen hier mitten auf dem Forfeit stehen ist auch unrealistisch. Welche Zahlen? Steht irgendwo jemand vielleicht für uns bereit? Ja, das ist natürlich auch nicht realistisch alles, aber da müsste ich mir echt die Szenerie von OpX holen, aber das ist eh in Planung. Tatsächlich ist das erste Mal, dass ich Wien angeflogen bin. Das für uns? Ich schätze mal. Aero 19112 Tango, all position caution, other traffic. Hä, wo ist der andere Traffic? Ach so. Okay. Null. Null. Das ist cool gemacht. Aber anderer Traffic hat gefälligst zu warten, wenn wir kommen. Ganz ehrlich. Wenn ein Flugzeug hat immer Bodenfahrzeugen vor. So, dann erkläre ich euch zumindest jetzt den Bodenflow. So, achso, Lichter müssen wir eigentlich jetzt schon wieder ausmachen. Die Crews hier. Scheiße, den Lichter gar nicht eingemacht. Also, komplett verkackt. Ja, ich war ein bisschen abgelenkt von dem scheiß Autopiloten. Was der für einen Kack gemacht hat. Aber ich meine, das habt ihr selber gesehen. Gleich sehe ich ihn nicht mehr, Kollege. Okay, Kollege. Ich bezweifle, dass das, was du da hier sagst, richtig ist. Ich tue einfach mal so, als würde ich dir folgen. So, das Fahrzeug ist weg und du bist auch weg und geht weg. Okay, interessant. Und er ist
Weg! Alter. Lol, okay. Interessant, nein. Mir jetzt wurscht. Ja, also. Nicht überfahren wurde auch noch. Naja, wurscht. So, wir machen einfach unseren Flow. So. Parking Brake Set. APU läuft natürlich noch nicht. Super Sache. Das geht zum Beispiel auch nicht. Zack, zack, das funktioniert nicht. Aber ich weiß nicht, ob das so geil ist jetzt. Ich glaube, wir ziehen uns nochmal zurück kurz, oder? Das war ein bisschen zu weit. Ich glaube, wir rollen nochmal woanders hin, weil das ist ja scheiße. Für Parking Brake released. Wir warnen sie, wir rollen einfach ein Stück weiter. Und suchen uns eine andere Station, wo jemand auf uns wartet. Das ist aber nirgendwo was, oder? Wir können auf der. Wir können zu Fox Zero 8 fahren. Rollen meine ich. Ja, rollen wir zu Fox Zero 8. Ich werde das jetzt ein bisschen beschleunigt machen, damit wir noch richtig ankommen. Dass es jetzt nicht noch 8 Stunden dauert. Es ist schon 6. Alter. Draußen ist zwar noch dunkel, aber trotzdem. Gibt mal ein bisschen Schub, das darf man natürlich nicht, das ist unrealistisch. Aber der Weg ist halt sonst echt noch ein bisschen weit. Wir könnten auch Sing-Taxi-In machen, aber ich kann hier die elektrische Hydraulikpumpe vom gelben Hydrauliksystem nicht einzeln einschalten, von daher geht das dann. Mal gucken, ob er den 08 von Foxtrot Zero 8 gemeint hat. Ah, ich wusste gar nicht, dass hier General Aviation Flieger rumstehen. Nö. Blue Line hat er gesagt, oder? Okay, Zero 8 ist belegt. Den gelben da. Dann nehmen wir den. Hier sind eigentlich überall Guiding Systems. So. Und Parking Brake Set. APU on. Engine number 2 off. 1 off. Cabin crew, disarm lights. Ah, war es auch schon verfügbar. So, Lichter und so weiter. Ja, das war natürlich alles Kacke. Gut, dann hier haben wir alles ausgeschaltet. Das ist natürlich nicht ausgeschaltet.
Gut, ich lock das. Schalt mal einen Upcode in Dark. Zack. Zack. Das passt alles. Beacon kommt off. Können wir jetzt fragen, ob wir Bodendienste haben können. Mean ground Arrow 19112 Tango, could you please send a ground power unit? Arrow 19112 Tango, no ground power unit is available. Kein Bodenschwung-Aggregat verfügbar, okay. Gepäck-Service. Mean ground Arrow 19112 Tango, could you please send the baggage? Arrow 19112 Tango, wir wissen nicht, wo das Gepäck ist. Lol. Verpflegungssystem vielleicht. Mean ground Arrow 19112 Tango, could you please send the catering truck? Okay, da ist er wieder. Mit Direktkontakt. Ach doch nicht. Jetway, aber das muss wenigstens gehen, oder? Mal links etwas. Dann können die Packs wenigstens raus. Tankwagen ist unterwegs, sehr schön. Door, ja, ja, ist okay. Es gibt keine Master One, wenn die Door aufgeht. Schmarrn. Der ganze Computer ist alles kacke. Alles ein Schmarrn. Auch nicht. Auch nicht. Gut. In diesem Sinne, schalten wir die Kiste jetzt einfach ab. Da ist drüben alles runter. Da ist drüben runter. Das drehen wir runter, das drehen wir runter. Ich hab's euch gesagt, diese Kacke ist. Cleared for Takeoff, wenn du am Boden bist, das glaube ich nicht. Ja, den schalten wir auch weg. Ja, Leute, sorry, dass der Anflug und die Landung so, oder Landung und alles danach so verkackt ist. Dieser scheiß Autopilot, der hat jetzt echt, naja. Geht zum Dampf, ja, sagen wir es mal so. Gut, in diesem Sinne, Passagiere sind eh alle schon draußen. Simuliert. Hier ist ein anderer Flieger mit Takeoff. Ja, aber nicht auf der Bodenfrequenz. Die haben auf der Bodenfrequenz kein Takeoff-Freigabe zu bekommen. Verstorsch! Gut, in diesem Sinne, schalten wir die APU aus. APU geht weg, APU kommt weg. Die läuft dann runter noch. Dauert dann etwa 2 Minuten, bis sie runter abgeschaltet ist. Normalerweise läuft sie noch 1 Minute oder 2 Minuten knapp weiter, bis sich tatsächlich abschaltet, weil sie erstmal das System abhängt und runterkühlt. Naja. Bist du nicht bei COM2 auf Tower? Bin ich? Oh, Moment. Du kannst recht haben. Richtig. Vollkommen richtig. Ich wollte nur testen, ob du gut, ob du wach bist. Ob du es mitbekommen hast. War eine Fangfalle. Eine Fangfrage, eine Falle. Oh, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen durch. 9 Stunden jetzt gestreamt. Ich bin ein kleines wenig, ein klein bisschen durch. Wir müssen warten, bis wir die, sie komplett runtergefahren ist, die APU. Der funktioniert. Boah, der funktioniert ganz zum Dimmen. Kann man Tisch rausklappen? Auch nicht. Wichtigste überhaupt. Kein Tisch zum Klappen. Bewegt sich der Stick? Ah ja, links der Besitzer. So, APU ist abgeschaltet. Dann können die Batterien aus. Chaka, chaka. Und dann machen wir ein Dunkel. Ach ne, Moment, hier müssen wir anbringen. Zack.
Unlogisch, normalerweise muss es richtig leise werden. Ah ja gut, das wird leiser. Na passt. Und dann würde ich sagen, Feierabend für heute. Ah. Ja Leute, das war's für heute. Das reimt sich sogar. Ja Leute, das war's für heute. ja. Geil war nicht, ich weiß. Die Landung, Anflug, oh, der Autopilot, der macht mich nicht fertig und der bringt dich halt komplett aus deinem Flow raus. Du fliegst noch? Wo fliegst denn du hin, Wilko? Wie geht's bei dir hin? Von Pink nach Wien, frische Lieferung. Ah, nice, nice, nice. Oh, Steam-Update wurde heruntergeladen. Okay. Okay. Ja, du, Wilko, dann wünsche ich dir eine Menge Spaß. Ich schaue gerade mal, ob ich dich an irgendjemanden weiterschicken kann. Aber ich glaube, um die Zeit ist echt niemand mehr online. Ich kann euch einen Gronkh weiterschicken. Leute, ich schicke euch zu Gronkh weiter. Haha, nein. Ich hab noch nie einen Gronkh weiter geradet und gehostet. Lustig. Patch Update steht hier. New Update. Moment, am 3. September. Ach, was ist neu? Okay. Großes Update. Patch Update. Aber steht nicht, wann ich das runterladen kann, oder? Hm. Keine Ahnung. Naja, Leute, auf jeden Fall schicke ich euch mal zu Gronkh weiter. Vielleicht Speere legen. Ich glaube, das wird ganz lustig. Naja, in diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall einen mega, mega geilen Tag, einen geilen Samstag und ein schönes Wochenende. Ich bin heute Abend wieder da. Und ja, vielleicht sehen wir uns. Ich freue mich. Und wer es nicht eh schon gemacht hat, lasst gerne ein Follow da. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn es wieder heißt. Willkommen in Los Santos oder herzlich willkommen in und Wilko, vielen lieben Dank für dein Check-in und herzlich willkommen bei uns an Bord. Na, vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, macht es gut und bis später, höchstwahrscheinlich. Macht's gut. Servus und ja, was ich noch sagen wollte, gute Nacht. Ciao, ciao. Euer Aerowings, aka James Orwell, aka Schlachtschiff und Kreuzerkapitän und natürlich auch Pilot. Macht's gut in diesem Sinne. Ciao, ciao.